Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich an der Stelle mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zahlreich dabei seid. Und ja, wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren mit dem Intro. Aber ein Risikohinweis müssen wir natürlich trotzdem besprechen. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade nachher zeigt. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gern den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Das stelle ich hier gerade mit Erschrecken fest. Ich glaube, meine Putzfrau hat meine Kamera hier verdreht gestern. So. Nee, ernsthaft. Das geht gar nicht. Du hast gesagt, du bist vorbereitet. Was denn? Ja, wie immer. Bin ich da? Ja, ne? Sieht so aus. Habe ich aufgeräumt? Ich muss mal gucken, was ich alles im Bild hier so sehe. Da hinten. Ja, sieht gut aus. So. Moin aus Köln und herzlich willkommen hier zum Live-Trading. Der Nelson ist nicht da, ne? Haben wir ja gerade schon festgestellt. Der hat mir heute Nacht in allerletzter Sekunde abgesagt. Ich stelle mal fest, ne, wenn ich so in die Kamera gucke, ehrlich, ich mache das ja nicht jeden Tag so wie so ein YouTuber oder so. Ich sehe mal aus wie so ein Taliban. Ne? Deswegen, also hier, das ist eigentlich nur ein 3-Tage-Bad. Ja, jetzt weißt du, warum ich abgesagt habe. Daran wird es wohl liegen, vermutlich. So, ja, so viel zu sagen im Vorfeld gibt es gar nicht. Also wir gucken halt gleich mal wie immer aufs Bild. Ist auch, wow, ey, was ist hier los? Hier ist ja richtig was los. Ist ja unglaublich. Kann das sein, dass wir so viele Teilnehmer haben wie noch nie? Es wird immer mehr und mehr. Ja, ich gucke hier gerade auf die Zahlen. Das ist echt heftig. Nein, finde ich natürlich super. Liegt das an Und dir etwa? bitte? Liegt das etwa an dir? Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall. Die kommen alle nur, um deine schöne Stimme zu lauschen. Und die warten immer alle, dass sie dich sehen können. Und aber du bist ja leider jemand, der seine Versprechen nicht hält. Von daher. Boah, ja, okay, alles klar. Okay. Also ich gehe mal rüber auf den anderen Schirm. Und dann gucken wir mal, was es da so gibt heute im Markt. Also wir machen, hoppla, falsche Regler hier. Muss man hier ein bisschen heller machen. Übrigens, mach deinen Lautsprecher nicht aus, so wie letztes Mal. Der arme Florian spricht mit dir und du hörst ihn nicht und du sprichst weiter und weiter und wir schreiben alle hier und du kriegst gar nichts mit. Ich habe den gar nicht ausgemacht. Doch, hast du, Kollege. Echt? Würde ich nie tun, also zumindest nicht bewusst, ganz bestimmt nicht. Also, der DAX, ich gehe hier erstmal auf den Stundenchart. Ne, andersrum, wir gehen erstmal auf den Tageschart. So, ich habe das so ein bisschen erwartet, dass wir halt da unten noch nicht fertig sind mit dem Kollegen. So, das hier sind jetzt die unbearbeiteten Levels einfach nur aus dem letzten Live-Trading. Aber nichtsdestotrotz passt es ja halt. Ne? Also gucken wir mal, was wir hier haben. Also generell haben wir halt hier, ne, hat ja jeder mitbekommen, glaube ich, ist wahrscheinlich auch einige überfahren worden. Die letzte Abwärtsbewegung hier im DAX oben runterkommt, mal wieder halt von der 329 hier mit Anlauf und dann plapp entsprechend die Fortsetzung. So, was wir jetzt halt gestern hatten, war halt einfach nur so ein bisschen Korrektur und die haben wir halt heute auch. Das heißt, der Markt ist momentan seitwärts, der ist tatsächlich noch nicht short. Das sieht man auch einfach daran, weil wir halt hier in dem Bereich, ne, hier, wir haben keine neuen Tiefs, ne, wir haben hier einfach massiv Boden an der Stelle, an der 12, 886. Da hat er einfach nur nochmal drauf aufgesetzt. Mehr war das halt nicht. Und das heißt, jetzt hier schon groß Short ausrufen, ist vielleicht ein Fehler. Wir werden sicherlich, davon bin ich überzeugt, diese Woche nochmal ordentlich auch nach unten gedrückt werden. Ob wir allerdings dann da unten durchgehen, das steht natürlich wie immer auf einem ganz anderen Blatt. Aber generell sollte man das Ding hier halt im Auge behalten. Also diese Kerze vom Freitag, die wir halt hier haben.
Und es ist halt eben oft so, dass wenn wir halt schnelle Bewegungen haben oder wirklich die an einem Stück nur in eine Richtung gehen, das habe ich auch schon ganz oft mal beschrieben, die werden meistens wirklich ganz zurückgekauft. Und gelingt aber dann eben auch sehr oft nicht, dass halt zum Beispiel, wie jetzt hier in dem Fall, ich meine, das ist ein Außenstab generell, aber es gelingt meistens eben nicht, dass dann halt zum Beispiel halt hier einfach die Kerzen weiter hochlaufen und wieder oben drüber schließen. Das funktioniert fast nie. Man sollte aber damit rechnen, im ärgsten Fall, das muss jetzt nicht sein, aber dass wir schon zumindest mal hier in das obere Drittel, dass wir da halt noch reinlaufen. Und dann wird es auch nochmal eine Abwärtsbewegung geben, nochmal eine wahrscheinlich deftige Gegenbewegung, nämlich umgekehrt genauso. Das heißt, je mehr oder je, ja, doch mehr geradeaus wir hier laufen in diese Bewegung rein, umso deutlicher wird dann auch die Bewegung werden. Auf der anderen Seite, wenn wir hier so langsam nach oben schieben, ne, ich meine, hier haben wir das jetzt, ja gut, hier ist vielleicht kein gutes Beispiel bei der Abwärtsbewegung. Obwohl vielleicht schon, da sieht man ja, oder wo war die hier? Genau, da war die erste bei 329. Ne? Das ist jetzt, wann war das? Im November. Da haben wir halt auch einen massiven Abverkauf gehabt. Es ging nur runter an dem Tag. Aber hier sieht man, ne? Da ist es halt so mal hoch, mal runter. Also ganz normal konsolidiert, dann ein tieferes Tief. Und dann gelingt es halt auch, darüber zu schließen. Aber auch, wie man sieht, nicht ohne weiteres. Ne? Das heißt, hier haben wir dann zwar über der Eröffnung geschlossen, aber in dem Moment, wo der versucht, hier über dem Start zu schließen, ist dann halt eben das passiert. Plapp, ging nochmal runter, runter und nochmal tiefer. Das heißt, das hier ist normale Konsolidierung. Und da sollte man, finde ich, drauf achten. Das heißt, hier haben wir das jetzt ja gerade nicht, ne? Das heißt, wir laufen ja hier jetzt den zweiten Tag am Stück nach oben. Ich schätze mal, das wird auch noch ein bisschen mehr heute. Und wenn das so geradeaus läuft, und dann kriegen wir die Bewegung höchstwahrscheinlich auch wieder ein Stück weiter runter. Aber man sollte sich schon auf diesen Bereich hier oberhalb 13.200 durchaus nochmal einstellen. Und es kann halt einfach sein, dass der DAX das macht, was er halt die ganzen Jahre eigentlich schon macht, nämlich weiter seitwärts laufen. Und das hat hier gar nicht jetzt irgendwie so, ich meine, das ist ja schon überall, reden schon wieder alle von Crash. Und das muss gar nicht sein. Aber das Schöne ist immer, dass wenn man solche Bewegungen hat, wie jetzt die hier, dass man halt einfach weiß, woran man halt oder wo man sich befindet und worauf man halt achten muss. So, und das heißt halt so, wie gesagt, ich werde hier keine Prognose geben, so DAX steht dann irgendwie in 2 Wochen bei 12.400, kann sein, aber da muss er erstmal hier unten durch. Und das scheint ja nicht so einfach zu sein. Hier gibt es ja Käufer, das sieht man ja ganz deutlich, immer wieder und wieder. Und ob die so leicht zu überzeugen sind, dass die aufgeben sollen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und hier sieht man ja halt eben auch nochmal, jetzt über Nacht haben wir halt auch eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt, damit habe ich so ein bisschen gerechnet. Deswegen habe ich auch hier oben ein paar Levels mehr eingezeichnet, die ein bisschen genauer sind. Und beziehungsweise hier eine Linie mehr entsprechend. Und weil ich da schon damit rechne, dass wir da hinlaufen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das halt im Live-Trading halt heute? Weil wir stehen hier so jetzt gerade mal über dem Hoch von gestern. Das war die 0,77. Hier die 13.077 an der Stelle. Ich hoffe, das ist groß genug. Wenn nicht, bitte einfach beschweren. Ich gucke mal gerade, dass ich hier die Fragen mir auch noch einblende. Wo sind sie denn? Da sind sie. Mal gucken, dass ich jetzt hier nicht im falschen Bildschirm lande. Moment, ich muss das mal ganz kurz hier wegschalten. So, Datenschutz und so. Ja, nee, geht. Okay. Okay, so. Okay. Also, wo war ich jetzt gerade? Genau, also ich habe mir das halt schon so ein bisschen gedacht und wir stehen halt hier über der 0,77, das ist das Hoch von gestern. Die können wir auch einfach mal, ich kann hier nicht klicken, das liegt aber nicht daran, dass hier irgendwas nicht funktioniert, sondern dass ich hier gerade was Neues teste. So, das ist das Hoch von gestern, das sollte man irgendwie mal im Auge behalten. Wäre natürlich jetzt denkbar, oder sagen wir es mal andersrum, wenn der DAX irgendwie nachhaltig, das Unwort überhaupt im Trading nachhaltig. Wenn der aber nach oben will, dann täte es ihm gut, wenn er zuerst mal runterkommt. Und das heißt, hier wäre so die erste Anlaufstelle, dieser Bereich 0,77, 0,61, ne? Weil wir hier halt auch gestern ganz klassisch halt den letzten Widerstand hatten, der ist gekauft worden und da fehlt halt so die Rückbestätigung. Das heißt, kommen wir jetzt hier runter auf den Bereich 0,77, 0,61, würde ich da long versuchen. Aber auch nur, wenn er direkt runterkommt. Und andererseits läuft er direkt hoch,
dann wäre das hier oben halt die erste Short-Zone, also 166 bis 177. Und aus dem einfachen Grund, weil wir haben halt hier, das sehen wir, halt die letzte Aufwärtsbewegung, ja, und also die letzte Aufwärtswelle. Wir sind halt hier ganz klar im Trend Short, keine Frage. Und die Obergrenze liegt halt dann hier oben bei der 268. So, das muss er aber nicht am Stück machen. Und das ist der, meistens ist ja keine Einbahnstraße, sondern läuft er halt eher im Zickzack rauf und runter. Und das heißt, wenn jetzt hier erstmal halt das Ding nach oben geht, dann dürfte es hier wegen diesen letzten Hochs dürfte es dann halt auch ein paar Shorts geben, die ihre Positionen aufgeben. Und das könnte ihn natürlich weiter nach oben befeuern. Das hier sieht jetzt vermutlich für die meisten so ein bisschen aus wie ein Nirvana, wird es aber nicht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich mache auch hier mal zusätzlich noch die Pivotpunkte an. Da sind wir jetzt gerade an einem drüber, beziehungsweise hier an dem ersten halt angelangt. Und generell ist halt einfach auch so, muss man sich halt immer, oder ich versuche es halt immer mir so zu erklären, wenn wir hier oben stehen, ja, und er geht hoch, wer soll das kaufen? Ja, und weil es halt einfach uninteressant ist. Wir sind ja gestern, haben wir ja viel tiefer, sind wir ja geendet. Wir haben halt unten, hier ist das Kassa Close vom Vortag, das liegt ja 100 Punkte tiefer fast. Und das macht halt einfach wenig Sinn, also zumindest jetzt mal halt hier für die echten Käufer aus dem Kassamarkt. Und deswegen das Einzige, was hier oben befeuern würde, wären jetzt erstmal die Stops. Und deswegen finde ich, kann man da halt auch erstmal problemlos dagegen halten. Ich zeichne mir das Level jetzt hier auch mal ein, beziehungsweise mache hier halt auch mal die Linien passend dazu an. Also erstmal hier den Pivotpunkt, den wir da schon hatten. So, ein bisschen Volumen noch dazu. Und 166, 177 zeichne ich mir mal ein hier. Ungefähr, das muss jetzt nicht auf den Punkt genau stimmen. So, dann wollen wir mal gucken, was denn da halt passiert. Das ist halt auch, wir haben noch 3 Minuten, haben wir noch. Mal gucken, wenn man die hier ein bisschen weiter rüber zieht, die Linie, dann sieht man auch ein bisschen besser, woher die kommt. Ich habe die nur deswegen verkürzt, weil die eigentlich nur temporär gilt, ne? Das heißt hier halt auch, da hatten wir zum Beispiel eine Abwärtsbewegung, Widerstand, der wurde gekauft. Und das heißt, das hier war dann halt auch wiederum, das sieht man ja halt eine Fortsetzung von der Aufwärtsbewegung beziehungsweise der finale Ausbruch über diesen Widerstand. Und daher kommt die 177 und generell die 166, denkt man, das ist halt klar. Ja, da war halt hier oben Support, Support und dann halt hier ein bisschen Geschrabbel. Und deswegen hat die natürlich schon eine gewisse Relevanz dann auch an der Stelle. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt nicht, in welche Richtung der Markt halt starten wird. Und von daher muss ich da jetzt erstmal abwarten. Es kann halt dann natürlich, weil wir jetzt hier so ein bisschen im Nirgendwo stehen, kann auch sein, dass der Markt schlichtweg erstmal überfordert ist und gar nichts damit anfangen kann und dass sich hier dann einfach auch gar nichts ergibt. Also es kann halt leider sein, mir wäre es lieber gewesen, wir wären höher gestartet oder tiefer. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben noch irgendwie 2 Minuten bis zur Eröffnung. Und da kann man tatsächlich jetzt erstmal nur abwarten. Also ja genau, die 0,77 zeichne ich mir hier halt auch mal ein. Das Hoch von gestern, das wäre dann halt der Bereich. Da sind wir, genau. Na, ist natürlich hier dann relativ deutlich. Ich mache die mal vorsichtig grün. Aber ob die jetzt genau als Abpraller da halt reicht, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Hier unten haben wir auch den Point of Control von heute. Aber das kann man trotzdem schon mal irgendwo ins Auge fassen. Also dieser Bereich, den kann man halt auch skalieren. Das heißt, wenn er zum Beispiel halt dahin kommt und dass man dann halt zum Beispiel 2 Positionen macht und nicht unbedingt irgendwie dann nur halt mit einer reingeht und die dann halt entsprechend skaliert. Zum Thema Skalieren, für diejenigen, die das nicht kennen, ich habe das hier schon ganz oft gezeigt im Traders Club bei Trades Only. Und das ist halt ja einfach ein gängiger Ansatz. Also tatsächlich von vielen erfolgreichen Daytradern, die das halt so machen, die nicht unbedingt nur mit einer Position da halt reingehen. Also hier wieder mein Alarm. Das kommt übrigens daher,
Das könnte auch irgendwie ein bisschen kürzer sein. Es kommt übrigens daher, man sieht ja hier unten, vielleicht kann man es erkennen, links unten im Bild. Ich kann mit der Maus nur in die Nähe gehen, da so. Hier sieht man es, ne? So, da komme ich nicht rein. Das ist das Sentiment. Und das ist halt hier von so einer Homepage ist das da halt eingebunden. Und da sieht man halt immer so irgendwie, wie die Masse gerade so ein bisschen gepolt ist. Ich gebe jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf, aber trotzdem, wenn es im alten Extrembereich ist und dann kann man das schon mal als Indikation halt mitnutzen. So, hier haben wir die Eröffnung. Eine Minute jetzt gerade passiert erstmal nicht viel. Und aber wie gesagt, das wäre halt dann, was er jetzt macht, ist eigentlich gut. Hauptsache, er zieht es jetzt wirklich bis hier unten hindurch. Und dann kann man da auch mal reingehen. Aber hier bei 120, na Gott, ich hätte das mal irgendwie ausschalten müssen, ne? Bevor hier noch irgendwie diverse Sachen da halt aufploppen. So, das ist halt so ein bisschen das, was ich eben gemeint habe, ne? Wir sind halt hier jetzt einfach in so einem Bereich, wo der Kassamarkt macht hier auf und weiß nicht so richtig damit anzufangen. Deswegen ist auch die Bewegung, die erste, jetzt gleich mal relativ überschaubar, weil wir halt einfach hier einen riesen Gap haben und sich natürlich die Frage stellt, wer soll das hier jetzt kaufen, ne? Und was halt jetzt dann denkbar wäre, dass dann natürlich jetzt hier der Future-Markt aktiv wird. Das heißt, dass wir, habe ich das nicht eingeschaltet? Moment. Mal eben gucken. So, ich lege hier mal den Future drunter. So, jetzt haben wir natürlich auch das echte Volumen hier im Hintergrund. Also das ist übrigens, falls jetzt der ein oder andere zuguckt, mit dem ich das letztens thematisiert habe, das ist jetzt halt dieses Volume Mapping, ne? Das heißt, ich sehe jetzt halt das Future Volumen im Hintergrund, ne? Also hier die Glocken und so weiter, das ist halt alles aus dem Future-Handel, genauso Point of Control. Aber im Vordergrund habe ich halt den CFD. Das heißt, ich handle den CFD, sehe aber halt im Hintergrund das Volumen vom Future und sehe die Kerzen wiederum halt vom CFD. Und da sieht man jetzt halt auch, es ist abgeprallt am Point of Control, wäre jetzt aber für mich kein Long-Einstieg gewesen an der Stelle. Und weil aus besagten Gründen, weil ich mich halt frage, wer soll das hier kaufen? Außer halt irgendwie vielleicht der Future-Markt und das Anlaufen vom Point of Control und die Reaktion hier spricht auch so ein bisschen dafür, dass jetzt hier eigentlich gerade nur der Future halt irgendwie aktiv ist und im Kassamarkt halt relativ wenig passiert. Ne, weil natürlich den Kassamarkt interessiert ja nicht wirklich der Point of Control. Das ist ja was im Future-Markt entsteht. So, ich habe nur tatsächlich vergessen, mir ein Glas Wasser zu holen. Ich glaube, das muss ich irgendwie mal noch machen. Weil ich merke jetzt schon, dass ich halt irgendwie hier trockenen Mund kriege. Aber momentan, also ich mache mal Folgendes. Ich lege die jetzt einfach mal hier oben hin. Mache die auch skaliert. Also genau mit der Skalierung habe ich ja vorhin gesagt, ne? Das ist halt einfach die sicherste Methode. Also im Handel halt wirklich positiv abzuschneiden. Also nach meinem Dafürhalten. Und ich glaube, da geben mir auch einige recht. Und das Problem ist aber nur bei so einer Vorgehensweise, dass dann halt, gibt es ganz viele Vorurteile. Da heißt dann immer, ja, hier verbilligen und steht doch in jedem Buch, soll man doch nicht. Das stimmt halt nicht. Ne? Also ich meine, vielleicht, es mag ja sein, dass es drin steht. Das kann ja alles sein. Aber ich habe von allen Trades, die ich in dieser Form vorgestellt habe, noch nie einen versenkt. Noch nie. Und also zumindest jetzt von denen, die ich jetzt halt öffentlich gemacht habe. Und man muss die Dinge halt managen. Klar, man kann nicht einfach verbilligen und sagen, ich habe recht. Und sondern man muss natürlich dann schon gucken, dass man halt strategisch wichtige Punkte dann halt erwischt und dann natürlich halt auch immer in Etappen auch wieder auflöst, ne? Und nicht irgendwie einfach stupide dran festhalten. Das funktioniert natürlich nicht. Aber dann habe ich natürlich dann einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt hier zwei Levels halt habe, nur mal als Beispiel, dann habe ich natürlich auch die zweifache Chance, logischerweise, vorausgesetzt, muss man natürlich ganz klar dazu sagen, die Marken haben halt irgendeine Relevanz und der Markt reagiert überhaupt daran. Ansonsten kann ich natürlich so viel setzen, wie ich will. Und dann wird mir das halt auch nicht helfen. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass meine Levels, die ich halt in dieser Form ermittle, ja auch funktionieren, was sie auch in der Regel tun. Und wir hatten letztens auch so ein Beispiel, das war das, wo der DAX nochmal irgendwie Richtung ATH gelaufen ist. Und da habe ich auch mit drei Positionen das Ganze halt skaliert, beziehungsweise
Es waren drei Positionen an vier verschiedenen Punkten. Es war der völlige Stress-Trade eigentlich. Und wo auch irgendwie morgens dann irgendwie kritisch gefragt wurde, ja, so, warum denn irgendwie Short, Short? Ja gut, im Endeffekt hat man es dann gesehen. Ne? Ist halt runter von 12.000, von 13.600 unter 13.000. Ne? Und der Grund war halt eben, dass ich halt morgens gesehen habe, dass der Markt halt squeeze-artig einfach nur in eine Richtung gedrückt wird. Und das ist halt ganz, ganz oft ein Indiz dafür, dass das halt anschließend deftig runtergeht. Und ich habe es aber trotzdem früher aufgelöst und weil mir das einfach zu stressig war, bin dann irgendwie mit 57 Punkten plus raus, obwohl halt die erste Position 80 ins Minus gelaufen wäre, ja, wenn ich die einfach in Ruhe gelassen hätte und nicht skaliert hätte. Aber das nur am Rande. Also das war halt, wann war das? Vorletzten Freitag. Also wer möchte, kann ja da irgendwie mal nachlesen, wie das gelaufen ist, die Geschichte. Also wie gesagt, es geht nicht um Recht halten, ganz im Recht haben, ganz im Gegenteil. Es geht darum, in dem Fall, wenn man eben die Befürchtung hat, dass man nicht im Recht ist, aber trotzdem noch eine Chance hat, halt irgendwie die Position so zu managen, dass man halt mit Null oder halt sogar mit einem Plus halt eben auch noch rauskommt. So, ich muss jetzt trotzdem mal kurz hier unterbrechen, weil sonst staube ich hier gleich vor mich hin. Ich muss mir ein Glas Wasser holen, aber ich lasse halt hier das Bild jetzt erstmal an. Die Orders liegen jetzt erstmal drin. Den Stop stelle ich natürlich erstmal hier ein bisschen größer, damit da halt nichts verrutscht. Und ich hole mal ganz schnell einen Schluck Wasser. Kannst ja kommentieren, wie du das Wasser holst. Nelson, du bist zu still. Du darfst schon was sagen, sonst denken die alle, das Webinar ist schon vorbei. Nein, aber du hast ja Alexa nicht eingeschaltet, also habe ich überhaupt keinen, mit dem ich sprechen kann. Genau. Du musst mit dir selber reden. Ich mache das auch immer so. Das ist immer so das Schräge bei den Webinaren. Immer so ein Monolog. Solange es nicht dazu führt, dass ich tagsüber mit mir alleine rede, denke ich immer, ist noch alles in Ordnung. Und dass mal Monolog der ist Fall es ist, dann ist gut. tatsächlich nicht, weil du hast auf deine Ausführungen Fragen im Chat. Man wurde ein paar Mal gefragt, welche Webseite, ob du die Webseite nennen könntest, wo du das Sentiment her hast. Genau. So, das. Wieso geht die Rolle jetzt hier unten nicht? Was ist das denn? Man sieht die nicht, ne? Oh, was ist das denn schon wieder? Eigentlich ist das alles. Soll ich das hier unten einblenden können? Jetzt geht das nicht. Generell der Traders Club von StereoTrader.net. Irgendwie gibt es ja keine Rolle, weil unten gibt es halt eigentlich so, wo das immer so durchläuft. Aber hat es wohl irgendwie keine Lust gerade. Also Traders Club von StereoTrader.net bei Facebook. Das ist die Gruppe, wo ich die ganzen Sachen halt poste, beziehungsweise die Trades dazu halt eben poste und wo sowas dann halt dokumentiert ist. Und generell bei dirkhilger.de, dort gibt es halt einen Blog und dort sind auch zum Beispiel solche Geschichten beschrieben, wie jetzt halt zum Beispiel das, ja, das strategische Skalieren halt im Daytrading, ne? Also was das genau, was halt hier, was ich gerade eben beschrieben habe. Dort gibt es halt ein Praxisbeispiel halt eben auch dazu, wie man halt sowas machen kann. Das ist zwar ein bisschen kleiner gestrickt generell, aber im Wesentlichen ist es trotzdem halt das Gleiche. Also, wir sehen, er macht den Fehler, direkt versuchen nach oben zu laufen. Und gehen wir davon aus, dass das nicht allzu weit kommen wird und dass wir hier oben jetzt auch gleich dann einen Fill bekommen. Also ganz wichtig ist natürlich immer nicht einfach nachmachen. Ne? Wenn man was nachmacht, dann muss man alles nachmachen. Dann hat man halt auch im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Hat man das gehört im Hintergrund gerade? Die App redet so Ja. lustige Sachen. Die hat gemeint, Widerstand. Hat sie mir gerade gesagt, ist ja schön.
So, jetzt haben wir hier den ersten Fill. Ne? Ich habe jetzt hier auch Platz. So, ich lasse den mir oben sitzen. Vor allem die Bewegung war jetzt halt insofern gut, dass die halt schnell ging. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass nicht allzu viel nachkommt. Hier oben. Ein bisschen was kommt noch. Den packen wir mal eins drüber. So, dann schauen wir mal hier. Was wird der Oberhalt? Also 203, ne? Da würde ich aber jetzt halt eher an der Stelle, ich meine, man kann das jetzt, ich kann das machen, ne? Dass ich jetzt halt sage, okay, ich verkaufe die 177 auch noch und warte ab auf die 203. Kann man machen. Dauert dann halt nur ein bisschen, bis so eine Nummer dann halt entsprechend auch dann aufgelöst werden kann. Weil ich weiß jetzt erstmal nicht, wie weit halt der Squeeze hier geht. Ich weiß aber, wir haben hier einen Widerstand. Möglicherweise haben die noch einige andere. Das heißt, das könnte auch nochmal dazu führen, dass nochmal ein paar Punkte nach oben geht und dass dann halt noch ein paar Stops fliegen. Aber wie gesagt, wenn man halt das überschaubar macht von der Positionsgröße und es da nicht übertreibt, dann gibt es da auch wenig Grund, warum man das so nicht machen sollte. So, man sieht jetzt hier vor allen Dingen schon mal eins, die 166. Das war insofern schon mal richtig, weil erstens ist schnell angelaufen, zweitens sitzen hier oben auch Verkäufer und infolgedessen war der Punkt jetzt auch erstmal relevant. So, und gehen wir mal auf die Minute. Das sehen wir zumindest jetzt vom Impuls halt mal gleich so ein bisschen mehr. Size kann ich eigentlich ausmachen. Ich kann ja hier einfach mal Punkte anmachen. Ja, das heißt, hier einmal durch und vor allen Dingen, was man halt auch schön sieht, ist hier der Start von der Minutenkerze ist halt ohne Korrektur. Ist zwar nur eine Minutenkerze, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Das heißt, hier hat wirklich jemand oder letztes Mal ein Algorithmus war es dann halt wahrscheinlich, der dann halt hier wirklich punktgenau auf die Minute das Ding nach oben geschossen hat. Und so eine Eröffnung, die sehen wir meistens schnell wieder. Und das gilt im Minutenchart genauso wie im Stundenchart. Und in allen anderen Timeframes eben auch. So, jetzt kann man natürlich Folgendes machen. Man kann jetzt hier sagen, gut, ich glaube, das Ding kommt nochmal ganz runter. Also davon gehe ich auch eigentlich tatsächlich aus. Das kann jetzt aber halt natürlich ein bisschen dauern, weil wenn solche Programme, nenne ich es mal, ne, so haben wir das halt irgendwie an besagten Freitag auch gesehen, das war halt wirklich mies programmiert. Man kann es nicht anders sagen. Das war wirklich so gemacht und höchstwahrscheinlich auch automatisiert, dass da jemand gesagt hat, ey, wir prügeln den Markt hoch und abends um 8 Uhr oder wann es dann nachher im Endeffekt war oder um 9 lösen wir es auf. So, das heißt, als Daytrader, ne, hat man da halt irgendwie auch fast keine Chance, weil man dann halt einfach ja, den ganzen Tag dann halt davor sitzen muss. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir die Eröffnung hier unten, dass wir die nochmal sehen. So, das heißt aber nicht, dass wir die jetzt halt sofort nochmal sehen. Ne? Und deswegen würde ich auch jetzt hier nicht unbedingt da ganz drauf bauen, bis ganz darunter, sondern würde dann halt schon eher sagen, dass ich halt hier irgendwo jetzt zum Beispiel am VAH oder so, also am Value Area High oder so, erstmal rausgehe und dann halt mal gucke, was passiert. Kann natürlich sein, dass die ganz nach unten kippt und dass jetzt hier irgendwie um 9:30 Uhr, wo wir oft irgendwie einen Impuls haben, dass wir da einmal von ganz da oben bis auf das Hoch von gestern laufen. Das wäre natürlich 80 Punkte. Das kann funktionieren, ja, aber darauf zu spekulieren, weiß ich nicht, ob das so clever ist, ne? Also deswegen dann halt lieber irgendwo gleich dann erstmal einen Exit suchen und dann mal gucken, wie die Reise weitergeht. So, aber eine Sache hat schon mal gestimmt, ne? Die Eröffnung hier zumindest mal von dieser Kerze, ne, die ich da vorhin halt gemeint habe, die hier das Zeichending mal ausmachen. So, von dieser Kerze. Was hat er denn nur hier? Ich will nicht malen. Naja, Natalia gut, kann sagt mir sein. übrigens, da ist auf PHS2. Ach so, ja. Ja, es kann natürlich gut sein, dass er dazu passt. Ich glaube, ich muss das hier ausmachen. Geht's dann? Nee, geht auch nicht. Will er nicht. So, auf jeden Fall, ne, die Eröffnung hat man nochmal gesehen. Und ich hoffe, man kann nachvollziehen, was da gemeint ist. Und infolgedessen war das schon mal richtig. So, und hier oben auch eben die Einschätzung, dass das halt eher Future gesteuert sein dürfte und hier oben irgendwo die Käufer ausgehen müssen, mehr oder weniger. Das scheint auch so weit zu passen. So, kann aber jetzt trotzdem sein, dass hier nochmal eins nachtritt. Ja, dass wir halt den höheren Fill dann auch noch bekommen. Und das wäre aber soweit
Wäre das ganz okay. So, wir haben jetzt irgendwie 9:15 Uhr. Das heißt, die erste 15-Minuten-Kerze ist fertig. Die blende ich mir mal im Hintergrund mit dazu. So. Na, das ist die 15-Minuten-Kerze im Hintergrund. Der Kraft ein bisschen runter. So, für die, die es nicht kennen, das ist X-Frame-Add-on aus dem Stereo-Trader. Da kann ich halt auch hier einfach mehrere Timeframes übereinander blenden. So, jetzt wurde gerade gesagt, das war der PHS2, genau. Ne? Das ist also hier der Stundenpivot, der R2, also Widerstand 2 aus dem Stundenpivot. Das sind natürlich auch so Übertreibungsziele, die gerne gehandelt werden. Ne? Insofern passt das jetzt hier ganz, ganz gut dazu, der R2. Und zu 166 hat man natürlich gleich schon mal zwei Argumente. Und warum da halt eben auch ein bisschen Reaktionen kommen sollte. Kritisch wird es eigentlich immer erst, beziehungsweise was ein gutes Indiz, finde ich, immer ist, für halt irgendwie, dass halt massiv gekauft wird, ist, wenn der R2 einfach durchgekauft wird. Das sieht man relativ selten. Aber wenn, dann sollte man aufpassen, was man da eben tut. Beziehungsweise sollte sich halt überlegen, ob man nicht halt irgendwo schon vorher halt rausgeht. So, hier kommt jetzt erstmal halt so ein bisschen Nachgeschiebe von der 15-Minuten-Kerze. Das heißt aber erstmal nichts. Vielleicht kriegen wir da oben den noch. Fände ich sogar gut. Und dann hätten wir zumindest hier zwei Fills. Und ich würde halt hier in so einer skalierten Position, jetzt hier mit der Size, würde ich halt bis zu vier Fills, würde ich da halt mitgehen. Und ich sag mal, mit dem Ziel, also ich sag mal, bei vier Fills wären halt 5 Punkte das Minimum. Ansonsten hier mit einem Fill sollten es halt 20 werden, um halt irgendwie ein brauchbares Resultat von einem Trade dann halt zu erzielen. Sorry. Aber Teilnehmer, ich bin wirklich begeistert, ne? Also, dass ihr hier so zahlreich heute vertreten seid, das ist ja mehr als bei den NFPs, so wie ich das sehe. Das ist schön, dass es sich rumspricht. Das freut mich natürlich. Und den Nelson auch, ne? Ja, selbstverständlich. Aber tatsächlich, NFPs ist auch ähnlich gut besucht. Also Ja, ne? Aber das hier ist heute Rekord. Also behaupte ich mal so aus. und Thorsten, der erste Hellwig, ist auch da. Ach, er nur wieder. Thorsten Short Helbig. So heißt er eigentlich richtig. Sein zweiter Vorname. Wo will denn der Thorsten, wo willst du denn hin? Beziehungsweise, wo willst du denn, wo suchst du denn wieder Short? Wo ist er denn? Hat noch gar nichts geschrieben, oder? Guck hier Doch, gerade mal er rum. wollte auch mal sehen, was du machst, sagt er. Ach so. Ja, ist doch fein. Darf er doch. So. Ah, guck mal da oben. Da haben wir halt auch eine schöne Limit liegen. Hier aus dem Future-Markt, genau hier auf dem Level drauf. Das heißt, da ist noch jemand anders auch meiner Meinung. Hoffe ich mal, dass der ein bisschen größer ist als ich. Und dann kriegen wir hier auch entsprechend eine ordentliche Reaktion. Beziehungsweise laufen möglicherweise gar nicht erst bis dahin. Und wenn, dann kann man die natürlich ganz genau machen und muss da halt gar nicht warten, bis man da oben ist. Ja, das hat wohl ein bisschen Eindruck gemacht, erstmal. Ich weiß nicht, hat man das gesehen gerade, die dicke Limit da oben? Ging natürlich ein bisschen schnell. Ja, hat man gesehen. Ja, ne? Gucken, ob es noch da ist. Ja, ne? Hier 100. Wie viele Kontrakte sind es? Ist natürlich die Frage, ist die echt, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn die jetzt an so einem Level liegt, das so genau hier mit meinem übereinstimmt. Und dann hat das, glaube ich, schon ganz gute Karten. Das, beziehungsweise schon denkbar, dass da halt ein dicker Algorithmus da halt dran ist. Also 167 Kontrakte waren es hier oben. Das heißt, die brauche ich gar nicht irgendwie da drüber zu ziehen, sondern kann die ganz genau hier hinziehen. Das ist natürlich hier echt ein schöner Vorteil von dem Volume Mapping, dass man das übereinander legen kann und dann halt eben, ohne dass man den Future handelt, das in dieser Form dann halt machen kann und sich dann entsprechend im Markt zurecht skaliert. Grund für mich ist übrigens auch, da wird natürlich auch der eine oder andere sagen,
Ja, warum handelt es nicht gleich den Future? Haupt oder es gibt mehrere Gründe. Einer ist der, dass halt die Skalierung, die kann ich natürlich im CFD natürlich viel genauer machen, ne, weil ich ja halt eben auch einen Kontrakt, zwei, also ne, mit einem oder auch angefangen von 10 Cent pro Punkt, halt das eben ganz genau skalieren kann. Im Future bin ich halt immer direkt mit 5 Euro pro Punkt mit dabei. Das ist ein Grund. Und der andere ist eben der, dass ich eben halt der Meinung bin, dass halt diese ganzen Algorithmen, die da halt im Hintergrund bestückt werden mit irgendwelchen Trades, dass die eigentlich auf dem Kassamarkt, also zumindest auf der Taxierung vom Kassamarkt halt basieren. Und weil ich mache ja auch meine ganzen, die Levels, die ich ja halt ermittle, die kommen ja aus dem Kassa und nicht aus dem Future. Und der Future hat halt das Problem, dass er sich ja ständig ändert und neu taxiert wird. Und das macht es halt eigentlich unmöglich oder fast unmöglich, da halt irgendwie über mehrere Tage oder gar Wochen da halt irgendwo konkrete Levels da halt irgendwo ausfindig zu machen. Und man hat halt immer nur so das Abbild vom Future selbst. Und das halte ich, das ist natürlich Ansichtssache, kann man mich auch für steinigen. Das macht mir nichts. Aber das halte ich für nicht relevant einfach. Ne? Und man darf halt auch nicht vergessen, der Future ist eben nur der Future. Und nicht der eigentliche Markt. Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Ich mache es halt so und habe das über Jahre so beobachtet, dass das halt Sinn macht, so daran zu gehen. Und kann aber jeder machen, natürlich, wie er will. Ne? So, Das ist auch also. eine Frage im Chat hat auch dazu beantwortet. Und ging es darum, ob ja, CFD Ah, und okay. Future. Und wie genau sind die bei FXWeb? Ich könnte natürlich was sagen, aber tatsächlich wäre mir lieber, wenn du was kurz dazu sagst, denn du hast ja uns ja, bevor wir tatsächlich wirklich eng miteinander zusammengearbeitet haben und getestet, vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Was ist die Frage? Wie gut unser CFD ist, die Taktung. Ja, ich finde die, also das ist tatsächlich so, ne? Wir haben halt, wie der Nelson gerade schon sagt, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Und also wir haben halt auch mal einen Test gemacht, das war damals noch mit dem Olli Klemm zusammen, wo wir halt damals das Add-on eingeführt haben, eben halt auch für die Value Area im CFD und so weiter. Und da hat man halt genau gesehen, dass halt der Future und eben halt die CFD hier von FXFlat, dass das halt einfach quasi 1:1 halt nicht die Abbildung ist und dann, dass da fast überhaupt gar keine Abweichungen halt sind, also von der Kerzenausprägung im Minutenchart. Und man darf auch eins nicht vergessen, ne? Wenn man halt irgendwie, deswegen sage ich, wenn ihr einen Broker kennt, bei dem das nicht so ist, ja, der irgendwie komische Kerzen hat, bitte nennt ihn mir, ja, weil den kann man ja dann arbitragieren. Das heißt, man kann ja genau die Differenz, könnte man ja dann handeln und könnte den Broker eigentlich arm machen. Ne? Also von daher, jeder Broker, der da halt dran rumschraubt, der ist eigentlich selbst schuld, ne? Weil, so, ich gebe mal hier kurz die zweite rein. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen früh war, keine Ahnung, wir es hoch hier noch sehen. Aber Die ich kann den auch Methode ist wieder wieder da. rauswerfen. So, wie viel Uhr haben wir denn? 9:23. Ja, kriegen wir wahrscheinlich dann irgendwie um 9:30 Uhr die Gegenbewegung. Aber hier oben das Level ist schon, beziehungsweise die Order schon recht stabil. Nee, also wie gesagt, ne, also zumal es auch so ist, FXFlat bietet ja auch den Future an. Also das heißt, ich könnte, wenn ich in der Programmierung ein bisschen geschickt bin und wenn FXFlat da komische Sachen machen würde, ich könnte die innerhalb ihres eigenen CFD Future Universums quasi arm machen. Und wenn da eine Differenz wäre. Und von daher kann da halt auch gar keine sein. Ne? Also es kommt immer wieder mal vor, dann, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, ein Aussetzer oder irgendwo ist auf irgendeinem Server oder halt die Eurex mal kurz einen Husten hat. Und klar gibt es dann halt mal Abweichungen. Das ist aber halt eine mega Ausnahme. Ne? Aber in der Regel halt definitiv nicht. So, kleines neues Hoch, aber Level nicht erreicht. Was man natürlich dann halt trotzdem, ne, sollte das jetzt irgendwie fake sein oder sollte halt hier tatsächlich jetzt doch ein Käufer kommen, der irgendwie eine Nummer größer ist und das da oben durchkaufen, dann muss man natürlich halt irgendwo die Entscheidung dann halt auch überdenken und wie man dann halt damit umgeht.
Aber soweit ist es erstmal nicht. Erstmal sieht das, finde ich, soweit gut aus. Hier oben passiert nicht viel. Die dicke Order wird bisher nicht angelaufen. Wir haben eine Reaktion hier oben so ein bisschen oberhalb, aber so wirklich was passieren tut er erstmal nicht. So, wie gesagt, ich baue jetzt so ein bisschen drauf, dass wir um 9:30 Uhr dann halt hier ein bisschen Gegenreaktion bekommen. Einfach weil das ganz oft so ist, dass um 9:30 Uhr halt irgendwie nochmal da neu sortiert wird scheinbar und dann auch gerne mal einer irgendwie dabei ist, der, was weiß ich, ganz andere Vorstellungen hat als die, die es halt in der ersten halben Stunde gemacht hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch System, keine Ahnung. Also will ich gar nicht groß irgendwie spekulieren, was das ist, aber es ist ja einfach nur eine Beobachtung, dass um 9:30 Uhr halt meistens ein bisschen mehr passiert. Vor allen Dingen dann, wenn halt irgendwie bis dahin quasi nichts passiert ist. So, ne? Jetzt wird es interessant da oben. Na, die wird tatsächlich abgewickelt. Sieht man, die Zahl wird immer kleiner. So. Hoppla. Jetzt heißt es aufpassen. Der hier war da ein bisschen früh, ne? Ganz klar. Da habe ich das vorweggenommen. So, wie gesagt, ich könnte das jetzt bis zur 203 halt hier drin lassen. So, hier haben wir jetzt das Problem, dass wir einen anderen Käufer haben. Ich könnte das bis zur 203 drin lassen, würde ich aber jetzt erstmal nicht machen. Also, wenn wir jetzt hier echt noch einen nachkriegen, dann lasse ich mich erstmal ausstoppen und würde dann eher oberhalb nochmal neu ansetzen. Siebenundzwanzig Minute schließt nicht drüber. So. Gucken 3 Minuten nach. Ja, von daher, auch wenn sowas in die Hose geht, also nicht einfach dagegen halten. Ne? Das ist, würde ich nicht machen. Ich habe jetzt hier nur einen Fehler gemacht. Ich bin halt hier ein bisschen früh mit der zweiten Position rein. Ansonsten ist das soweit okay. Ich kann natürlich jetzt hier auch, ja, wenn ich sage, ja gut, ich halte durch bis zu 203. Das kann ich ja auch im Skalieren machen. Das heißt, ich kann auch einfach mal eine da oben rausnehmen oder zwei und gucke mir dann halt die Skalierung hier und gucke mir dann halt das weitere Geschehen an. Ne? Kann ich halt auch machen. Das heißt, jetzt nur mal zum Beispiel, ich mache es mal ganz schnell. So, ich habe jetzt eine raus, um mal das Risiko erstmal wegzunehmen. So. Zieh den Stop da oben drüber und hol mir dann da oben die zweite nochmal. Ne, ich mach's jetzt mal. Also. Das heißt, einer ist jetzt hier raus, irgendwie mit minus 10 oder so. Zwei Positionen habe ich noch drin. So, da schießt noch einer nach. So, das wäre dann die 203 da oben. Ne, wichtig ist aber halt, wenn man sowas macht, ne, also wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, nicht recht behalten wollen. Ne, man muss auch irgendwann sagen, so, das wird nichts. Und dann muss man halt einfach auch mal auf die Bremse drücken und dann lieber nochmal neu ansetzen, als dann halt irgendwie einfach dagegen halten. Ne. Also man kann das halt, Risiko muss man natürlich begrenzen, klar. Aber die Chance ist trotzdem enorm viel höher, dass sowas aufgeht, wie wenn man es halt nur mit einer Position macht, ne? Weil man den Markt natürlich hier wesentlich ungenauer dann ja halt auch bearbeiten kann. Und es kann natürlich genauso gut sein, wenn wir jetzt halt nochmal so ein Programm haben, irgendwie wie vorletzten Freitag, dass jetzt halt irgendwie da der Maschine gesagt wurde, heute wird nur gekauft bis 17 Uhr und um 17:25 Uhr fangen wir an zu verkaufen. Das kann immer sein, ne? Keine Frage. So, 203 wäre hier oben der nächste. Gerade mal gucken, was der DAO macht. Ich gucke mal eben, ob der Bildschirm hier vorbereitet ist. Ich muss mal ganz kurz hier auf Pause drücken. Bin ich da? Yep. Okay. Also, nochmal hier zurück. Also sehen wir jetzt halt auch mal hier parallel den DAO halt daneben.
der hier an seinem Freund MA200 im Stundenchart hängt, der hat halt auch schon noch Platz, ne? Aber generell sieht jetzt erstmal alles so ein bisschen aus wie Übertreibung, die ganze Geschichte hier. Und sollte halt auch früher oder später eine Reaktion entsprechend halt auch nach sich ziehen. So, gehen wir nochmal zurück. Also, erstmal nicht viel passiert hier. 9:30 Uhr, ja. Ja, komm, den einen hätte er mir jetzt hier auch noch geben können, ne? Da oben. Ist ein bisschen da hoch. So, jetzt mal gespannt, wie er damit umgeht. Hier mit der 177, ob wir da jetzt direkt nach unten durchlaufen oder ob wir jetzt da aufsetzen, da oben den noch kriegen, den Fill. So, und was halt, wie gesagt, ich habe ja vorhin halt gesagt, also das Ärgste, was halt passieren könnte, ist, dass 9:30 Uhr, dass die wirklich halt einmal hier durch die Eröffnung durchverkaufen und unten die Levels halt abholen. Möglich ist es, ne? Aber was ich jetzt erstmal gucken würde, wäre halt, was er jetzt hier macht bei der 166. Die werden wir wahrscheinlich schon sehen. Bin auch nicht im ersten Anlauf, aber das sollte schon kommen. Ja, Norbert fragt, warum du das nicht mit der strategischen Order machst. Grund für. Ja, weil ich es halt hier jetzt einfach manuell mache, ne? Also das, ja, gut. Warum nicht automatisch? Weil ich es manuell mache, ist kein Grund, nein. Weil ich halt hier mir die Punkte ja manuell aussuche, ne? Ich hätte natürlich halt auch mit der strategischen Order das Ganze einfach an der ATR bemessen können und automatisch machen lassen können. Aber ich suche mir hier ganz bewusst ja die Punkte halt genau aus, ne? Und manage es ja auch nochmal, manage es ja auch manuell. Und das heißt, ich gucke mir genau aus, wo ich halt eine Reaktion erwarte und löse dann halt eben auch ganz anders auf, als es die strategische Order macht. So, also schwebt hier auf der 177 der Sack. Mal gucken. Also es kann halt ein bisschen dauern jetzt einfach, ne? Was jetzt halt plausibel wäre, wenn es halt jetzt halbwegs normal läuft und nicht nochmal so eine programmierte Geschichte ist, so eine miese Nummer wie vorletzten Freitag. Also wenn es normal läuft, dann sollten wir hier erstmal die letzte 15-Minuten-Kerze, also hier die Eröffnung dann halt nochmal sehen. Das wäre jetzt halt ein plausibler Anlaufpunkt, also unter der 166. Aber um jetzt hier die dritte nochmal reinzugeben, fehlt mir hier so ein bisschen der Druck auch auf der Oberseite. So, ich würde lieber mal abwarten, ob wir das hoch, ob wir das überboten kriegen oder nicht. Damit hätte ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, um hier jetzt nochmal die andere reinzugeben. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Der Waldemar fragt, ob es nicht Sinn hat, auf den Bruch der Pryex-Struktur zu achten, dann im Rücklauf einzukaufen. Natürlich, da hat er absolut recht. Also, aber ich versuche ja hier in der ersten Stunde Impulstrading halt zu machen. Und jetzt nicht irgendwie was, was den ganzen Tag hält, ne? Also das heißt, wenn ich eine Position suche, die ich laufen lassen will, dann sollte ich natürlich erstmal einen Bruch abwarten, zumindest mal im M15. Das heißt, wir haben hier den letzten Außenstab M15. Und also das ist so der minimale Timeframe, den ich dafür hernehmen würde. Und wenn der gebrochen wird nach unten, also wenn wir hier drunter schließen, unter dem Tief, also unter der 150, und dann hätten wir zumindest mal zuerst mal eine kaputte Struktur im M15. Und dann ist es wesentlich leichter, hier oben halt auch zu shorten, wenn es dann nochmal Rücklauf gibt, beziehungsweise wesentlich sicherer. Und dann hat man auch eine Position, die man auch mal gemütlich laufen lassen kann, ne? Und aber ich versuche natürlich hier bei der Öffnung dem Ganzen halt ja zuvorzukommen und
halt möglichst den Impuls halt zu erwischen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, klar. So, aber hier sehen wir, ist natürlich immer die Frage, wie relevant ist es. Also wenn das hier zum Beispiel, wenn das jetzt eine 15-Minuten-Kerze wäre, was es ja leider nicht ist, aber das ist eigentlich immer ganz nett, so eine Bewegung, die wird meistens dann auch entsprechend fortgesetzt. Aber wie gesagt, es ist nur eine Minutenkerze, es ist keine M15. Das heißt, hier würde ich normalerweise jetzt sofort die dritte Position auch nochmal reingeben. Das kann man hier vielleicht höchstens machen, indem man es dann hier unten nochmal einstoppen lässt, wenn da was nachkommt. Aber die sollte eben entsprechend hier unten da auch wieder raus. Ja, also es sind dann eben nur für ein paar Punkte. Ja, weil sieht man ja auch, haben wir jetzt gerade gesehen an der Zuckung, ja, das ist dann halt höchstwahrscheinlich nochmal ein Verkäufer. Das heißt, hier sollten wir dann auch nicht mehr drüber. Ansonsten sehen wir wahrscheinlich dann gleich die 203. So, versuche ich mal ganz filigran hier mitzunehmen. Weil wir hier halt auch keinen, wir haben halt hier nicht wirklich einen Support. Wir haben halt hier nur den kleinen Widerstand von eben, aber Supports gibt es eigentlich erst hier unten in dem Bereich wieder. Und infolgedessen hat das halt hier eigentlich schon ganz gute Karten, aber die muss man eben auch eng sichern. Das heißt, wenn der jetzt gefüllt werden würde, darf er halt nicht mehr an die Stelle, wo er jetzt ist, da drüber. Ne? Darf natürlich nicht passieren. So, das ist ja heute alles mal so ein bisschen anstrengender mal wieder, aber ist ja auch ganz nett. Einfach. Einfach ist auch einfach, ne? Wenn der Markt einfach läuft. Dann ist Gerd es gut. fragt, wie kann ich mir den Außenstab anzeigen lassen? Per Standard gar nicht. Also Außenstab, ich meine, das Einzige, was ich hier ja anzeige, sind ja einfach nur die M15 Kerzen. Ne? Das ist ja noch kein Außenstab. Und das heißt, das geht nicht, muss man sich dann manuell einzeichnen. Beim Außenstab generell ist halt eine Kerze, die ein höheres Hoch macht und höher schließt. Das ist halt ein Außenstab. Das heißt, das ist ja bei der hier der Fall. Hat höher geschlossen. Und ist eben hat ein neues Hoch gemacht. Ne? So, hier haben wir jetzt halt den kleinen Rücklauf, ne, basierend eben auf dieser Kerze. Wie gesagt, es ist nur eine M1. Das ist immer so ein bisschen das Gefährliche daran. Aber wir haben halt hier zumindest einen Verkäufer, einen kleinen. Mal gucken, wie groß der jetzt ist, wie weit der es halt darunter bringt. Und deswegen habe ich die Position da auch reingegeben und hier oben dann halt separat abgesichert mit dem nächsten Fill. So. Und hier kann ich die auch direkt zumindest mal den Teil halt Break-Even ziehen. Das heißt, die löse ich jetzt hier dann an der Stelle dann auch gleich nochmal auf. Also wenn jetzt hier runterkommt, hier würde ich jetzt übrigens das CS-Attribut anwerfen. Das heißt, entweder die wird gelöscht, wenn sie gefüllt wird, oder eben die andere. Das habe ich vorhin vergessen einzuschalten. Das heißt, es geht automatisch, muss ich mir keinen Kopf drum machen. Welche auch immer zuerst gefüllt wird, sie löscht jeweils die andere Order. So, aber da kommt jetzt irgendwie bisher nicht wahnsinnig viel nach. Die ziehe ich mal nur Break-Even da oben hin. Ne, weil hier ist der Fill an der Stelle. Und deswegen lasse ich die da oben liegen, weil ich natürlich jetzt nicht hier das Risiko sinnlos vergrößern will. Sondern es ist ja halt nur eine Idee, hier unten reinzugehen. Komm, das kommt mir jetzt schon zu hoch. Nehmen wir die nochmal raus. So, haben wir auf jeden Fall ein paar Pünktchen gewonnen. Gut, war vielleicht unnötig, aber wir werden sehen. Also die Eröffnung von der M15, die hätte ich eigentlich schon gerne mal gesehen, aber generell, ne, ist halt hier der Druck auf der Oberseite schon sehr überschaubar. Mal gucken, was sagt denn der Dow auf der anderen Seite? Ja, ne, wie vermutet hier in der Übertreibung von der 694. Und passt aber eben halt auch hier natürlich zum DAX ganz gut zusammen. Also ich beobachte tatsächlich morgens auch immer den Dow halt auch mit. Ne, auch wenn der natürlich morgens nicht so viel zu melden hat, zeigt aber trotzdem ganz gut, wohin halt irgendwie die Richtung oder vom Future da halt eben ist, wie die da halt gestrickt sind.
So, ne, das war jetzt tatsächlich, was wollte ich sagen? Ich hatte hier schon, man hat es gesehen, ne? Ich war mit der Gesamtposition auch schon wieder 2 im Plus. Das heißt, ich habe hier schon die Möglichkeit gehabt zu sagen, oh, ich glaube, die Idee ist nicht so gut. Ich habe den hier auch jetzt tatsächlich verpennt. Das heißt, ich hätte hier schon locker rausgekonnt. Und das hätte ich eigentlich machen müssen, ne? Das war gerade eigentlich ein Fehler, dass ich das nicht getan habe. Wir turnen ja hier wunderbar auf den Levels rum. Das ist halt eben dann auch der Vorteil, wenn man halt eben einen Ansatz hat, wo man weiß, okay, das ist relevant. Die werden ja auch wieder angelaufen. Ne? Das sieht man ja. Also erstmal hier oben war das die erste Anlaufstelle, die 177, jetzt war es halt die 166. Und wenn ich jetzt nicht drauf spekulieren möchte, dass das halt bricht, und dann kann ich ja halt hier einfach an der Stelle, vorhin hat er es ja schon gemacht, hätte ich schon mit der ganzen Nummer aus dem Plus rausgekonnt, hätte sagen können, gut, ich nehme die 3 Punkte, die ich hier habe, in Summe. Und warte jetzt erstmal ab. Ja. Und die andere Variante, wenn man jetzt die nur gehandelt hätte, wäre dann halt eben sich mit minus 10 oder 20, 30, was auch immer, ausstoppen zu lassen. Und das ist das, was ich eben meinte, mit dem Skalieren. Wenn man das so macht, ja, dass man halt wirklich bereit ist, auch zu sagen, okay, ich liege falsch. Und dann gibt einem das halt die Möglichkeit, tatsächlich aus dem Markt halt auch noch immer wieder in fast allen Fällen mit einem kleinen Plus oder auch einem kleineren Minus, ja, oder Null da halt irgendwie rauszukommen, auch wenn man halt irgendwie komplett daneben gelegen hat. So, ich würde jetzt aber Folgendes machen, falls jetzt nochmal hier runterkommt. Hier würde ich auf jeden Fall jetzt mal erstmal eine rausnehmen, weil wir haben hier die letzten Supports im M1, wir haben hier die Eröffnung von der letzten M15. Und wenn man halt, und um die Struktur zu brechen, die Long-Struktur, die wir hier halt haben, müsste er hier drunter schließen. Ne? Und das heißt, deswegen, wenn wir jetzt hier hinkommen, da erstmal raus, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass wir die Geschichte hier jetzt einfach mal so kaputt machen. Ne? Sondern halt, um laufen zu lassen, also für eine, das heißt laufen lassen. Für eine größere Bewegung brauche ich einen Bruch hier unten von, eigentlich genau genommen von der 155. Aber wie gesagt, da kann ich nicht irgendwie sagen, das wird so sein. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Ja, auf keinen Fall. Sondern ich kann nur irgendwo drauf bauen, dass das war halt der ursprüngliche Ansatz, der aber möglicherweise nicht aufgeht. So, zumal wir jetzt halt auch hier demnächst auch 10 Uhr haben. Das heißt, die Stunde ist dann auch demnächst mal abgeschlossen. Und da sollte man immer damit rechnen, dass man halt erstmal einen Nachimpuls dann halt hat. Und wenn der Markt dann halt entsprechend wie hier jetzt mit einem Aufwärtsgap dann halt eben auch nochmal höher schließt, dann dürfte das schon zur Folge haben, dass wir nochmal ein Stück weit nach oben laufen. So, aber hier passiert jetzt ja erstmal nicht wahnsinnig viel. Es läuft irgendwie nur so 10 Punkte rauf und runter. Der Ralf fragt, ob du Wirtschaftsdaten mit in deine Vorbereitung einbeziehst. Nee, gar nicht. Tatsächlich echt nicht. Ich versuche immer so wenig wie möglich in alles mit einzubeziehen, weil es halt immer nur so ein bisschen, finde ich, verwirrend halt ist. Ne? Und ich meine, warum der eine oder andere den und den Grund hat zu kaufen oder verkaufen, bei Wirtschaftsdaten müsste ich mir dann auch nur überlegen, warum das dann so sein würde. Und mir reicht eigentlich schon zu überlegen, warum jetzt hier an so einer Stelle jemand kaufen oder verkaufen würde. Ich muss nicht nur wissen, warum überhaupt grundsätzlich irgendwie positioniert ist. Also, das heißt, fundamental im Daytrading finde ich sowieso nicht. Also hat da irgendwie, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel zu suchen. Weil es ja dann eben auch, wenn jemand sich entschließt oder ein Fondsmanager halt hingeht und sagt, ey, wir kaufen jetzt halt hier mal so und so viele Pakete von Aktie XY, dann gehen die ja auch nicht hin und machen das irgendwie im 5-Minuten-Chart, sondern die treffen die Entscheidung und dann kriegt halt jemand den Auftrag, die ganze Geschichte halt abzuwickeln und im Zeitraum von, weiß ich nicht, ein Tag, 2 Tage. Und das ist halt, glaube ich, halt, ja, deswegen hat es da irgendwie nicht so wirklich was verloren. So.
So, 45. Wir haben jetzt hier eine rote Kerze, aber ein Innenstäbchen. Nichtsdestotrotz, so gucken, wenn er jetzt noch hier oben hinläuft, werden wir hier wahrscheinlich nochmal eine Reaktion kriegen in dem oberen Bereich. Das ist aber dann halt ein reiner Scalping-Ansatz, ne? Also wenn er das jetzt machen sollte, ja, wir haben halt wirklich ganz oft von Bewegungen, wenn die halt nochmal angelaufen werden, dass wir dann auch nochmal eine Reaktion haben. Natürlich eigentlich eher in Trendrichtung. So, ich bin ja hier so ein bisschen, also zumindest mal gegen den Intraday-Trend unterwegs. Das heißt, muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Trotzdem, wenn wir jetzt irgendwie schnelle Bewegungen da hochkriegen, kommt die in der Regel auch relativ schnell wieder runter. Und bis wohin steht natürlich auf dem anderen Blatt. So, aber ne, er schwebt hier tatsächlich auf der 166 rum, versucht die halt jetzt irgendwie auch bis 10 Uhr halt zu schließen, beziehungsweise zu halten. Und da passiert es wahrscheinlich weiter nicht viel. Das heißt, auch wenn er jetzt hier hochgeht, dann werden wir trotzdem um 10 Uhr hier unten in dem Bereich irgendwo stehen. Wenn er es überhaupt hinkriegt, ne? Weiß ich natürlich nicht. So. Hier sehen wir die Stundenkerze ein bisschen genauer. Da Was kann mich jetzt so also ein bisschen stört, ne? Das muss ich halt dazu sagen, ganz oft sieht man, dass wenn so ein Level, ja, wenn er da kurz vorher bremst, das ist ganz oft so, dass er nur Schwung holt, um beim nächsten Mal dann halt heftigst durchzulaufen. Das stört mich jetzt schon so ein bisschen dran. Das heißt, es wäre schon sehr wünschenswert, wenn wir jetzt hier nochmal eine bisschen deutlichere Bewegung halt nach unten bekommen würden. Weil ansonsten kann es sein, dass das da oben ein Problem wird. Aber wir haben ja noch 10 Minuten. eine Frage Noch. noch von Natalia von Anfang an, da du Was gerade den denn? Stundenstart-Chart angesprochen hast. Haben gepunktete Linien bei dir eine Bedeutung, beziehungsweise wenn eine Linie nicht ganz durchgezogen ist? Ja, das ist halt temporär, ne? Das ist also mehr oder weniger dann unter Beobachtung. Oder andersrum, gestrichelte Linien, wenn ich die drin habe, die kennzeichnen halt in der Regel Trendgrenzen. Ne? Also halt maximale Hochs und Tiefs. Und es sind aber keine Triggerlinien. Und das alles andere sind ja bei mir immer Triggerlinien. Das heißt, da gucke ich immer auf den Stundenschluss. Das heißt aber nicht, dass die nicht mal eben halt mal, dass er da nicht mal 10 Punkte drüber kann, bevor dann halt irgendwie zum Stundenschluss sich daran aufhält. Und so eine gestrichelte Linie ist halt einfach nur so ein wirklich so das Maximum von der Bewegung innerhalb eines gültigen Trends. Also das ist so das, was es damit auf sich hat. So, erstmal kauft keiner bei der 177. Wie es aussieht, ne? Das ist ziemlich der Deckel drauf hier oben, sieht man ja. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier unten wenigstens mal die 160 dann halt sehen, 159 und was er damit dann halt anstellen will. Sieht man. Sentiment ist jetzt auch nicht bullig, ne? Bitte? Ich sag, Sentiment ist nicht Ja, bullig im Moment. genau. Sieht man ja da unten, ne? Gut, das ist natürlich auch immer die Frage mit Sentiment, weil ich da den Horizont ja nie kenne, ne? Auch wenn das Sentiment jetzt irgendwie halt bärisch ist, heißt ja nicht, dass der trotzdem nicht mal ganz schnell irgendwie 30 Punkte runter kann, ne? Das wird dann eher noch dazu führen, dass es noch bärischer wird und dann kann es auch wieder hochknallen. Und ich will ja hier keine Weltreise oder halt einen Trade für den ganzen Tag. Also ich will schon einen Trade für den ganzen Tag, ne? Aber halt jetzt nicht unbedingt für die hier für das Live-Trading. Da ist das jetzt nicht so wichtig. Da ist es nur wichtig, dass man halt hier irgendwie eine vernünftige Position hat und ein paar Punkte halt mitnimmt. Und ist natürlich schön, ne, wenn es halt irgendwie mit 30, 40 Punkten funktioniert. Aber es geht ja auch darum, vielleicht wird das hier heute zum Beispiel, wo man dann eben auch mal zeigen kann, was mache ich denn, wenn ich falsch liege? Und das ist ja eigentlich sogar wichtiger, ne? Weil richtig liegen und dann irgendwie im Plus auflösen, ist halt immer die Frage, was lernt man davon, ne? Da schreibt jemand, ich denke, der Future ist der Markt. Ja, nein, ne? Ich meine, der FDAX,
Er bildet ja nur letzten Endes den Kassa ab, und aber der DAX ist halt der DAX und der FDAX ist halt der FDAX. Das heißt, ja, letzten Endes wird mit dem Future ja quasi der Kassamarkt vorweggenommen. Das heißt, der Future-Markt ist ja nur der Markt, wo drauf gewettet wird, wenn man es mal ganz simpel ausdrückt, wie der Kassamarkt sich entwickelt. Aber halt der eigentliche DAX wird ja halt von Aktien gebildet und nicht vom Future. Und trotzdem beeinflusst aber auch der Future den DAX-Stand. Und da hängt es halt immer so ein bisschen davon ab, wer macht gerade halt den Markt. Das heißt, so wer dominiert. Und wir haben natürlich in der Regel, wenn wir halt um 9 Uhr starten, also wenn der Kassamarkt eben aufmacht, haben wir natürlich die Kasse, die den Markt dann halt dominiert. Und dann ist das Future-Volumen längst nicht so relevant, wie jetzt zum Beispiel zu reinen Future-Zeiten. Also der Dow hat jetzt zum Beispiel, das ist eine reine Future-Zeit, das heißt, da wird gerade keine einzige Aktie gehandelt, sondern da wird halt nur der Future. Also eigentlich nur die Wette darauf, was mit dem Dow tatsächlich passiert. Und deswegen ist auch immer die Frage mit dem Volumen, ne? Das ist halt alles gut und schön, wenn man jetzt halt hier im Kassamarkt dann halt irgendwie Volumen sieht, ist aber trotzdem halt nur der Future, ne? Und wenn aber dann halt irgendwie eine Aktie fett gekauft wird oder mehrere Aktien, und dann ist das halt die so wahnsinnig wichtig, ne? Was da halt dann eben tatsächlich dann halt da halt abgeht. Und deswegen ist halt zum Beispiel auch der Dow, finde ich, tagsüber, also vor Kasseröffnung, ist der auch oft viel sauberer zu handeln, weil halt eben dann auch nur der Future dann halt da gehandelt wird, ne? Und eben nicht der Kassamarkt. Und deswegen hat es dann auch oft höhere Genauigkeit, und weil halt eben nicht solche Geschichten kommen wie so, ja, kauf mal hier Apple, bis der Arzt kommt. Und das heißt, wenn dann so ein Kaufauftrag abgewickelt wird, und dann geht der halt auch gerne mal durch alles durch, ne? Wogegen halt im Future, da gibt es halt keinen Kaufauftrag. Da gibt es halt eben nur Future Orders. Und die halten sich natürlich dann halt auch schon wiederum ganz anders halt an die Levels, die wir im Chart haben. Also das erklärt es dann halt auch, warum halt der Kassamarkt, gerade bei den Amis, warum die es gerne mal übertreiben, ne? Also wo man das so denkt, so, was ist mit denen nur los, ne? So. Macht hier einen auf Krawall. Aber hier oben sitzt halt der nächste Kandidat, der die gleiche Idee hat wie ich. Ja, dass wir hier einfach nochmal ein Stück weit Reaktion kriegen. Wir haben auch nur 8 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Das heißt, kann jetzt ruhig mal schnell kurz da hochspringen und dann Hauptsache, wir kommen wieder runter. Das bist du doch selber im Future-Markt, den machst du auch Ja, nebenbei. genau. Richtig. Ach, das war ein Fake, die ist weg. Die ist wahrscheinlich einfach nur weg. So. Also wie gesagt, ich brauche hier nur ein bisschen Reaktion. Ja. Und nochmal zurück hierhin am liebsten. Weil das hier ist einfach nur ein Scalping-Ansatz, ne? Also von so einer Bewegung, zack, ganz schnelle 5, 6 Punkte. Das ist aber halt ganz typisch. So, und da muss man jetzt auch gucken, dass man schnell genug ist, Herr Hilger, ne? Wenn man schon skypt, dann auch richtig. Ja, also wie im Short-Markt natürlich ist es wesentlich einfacher, ne? Da hat man ganz schnell irgendwie so eine Bewegung von plapp, plapp, von da oben bis nach unten innerhalb von ein paar Sekunden. Hier sind wir natürlich jetzt Intraday auf Long-Krawall gebürstet, und von daher ist das jetzt halt leider nicht ganz so schick. Aber erstmal haben wir eine Reaktion. Mal gucken, wie weit die reicht. Haben wir eh noch 5 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Das heißt, da kann noch alles Mögliche passieren. Ganz gedreht werden wir die nicht mehr kriegen. Aber man kann ja nicht immer recht behalten. Aber es hat trotzdem jetzt hier, ne, auch wenn es jetzt irgendwie nur irgendwie 5, 6 Punkte sind, aber genau solche Sachen kann man ja eben dann auch machen, ne, um das Ganze dann halt, wenn man daneben liegt, zu verbessern. So, hier kommen wir, zack, raus. So, das waren jetzt 10 Punkte extra.
hier nochmal im Topf. Man merkt, dass ich früher nur geskypt habe, oder? Ja, Heiko hat von dir gelernt. Ja, aber das ist halt wirklich ein ganz einfacher Ansatz, ne? So, das sind die einfachsten Sachen, sind ja oft wirklich auch die besten. Ich meine, so oder so, ne? Wenn man da auf Anfang hier vom Webinar halt zurückspult, sieht man ja auch, wir hatten hier auch schon Reaktionen, ne? Da war die 6.6, da war ich ja schon deutlich über 10 Punkten. So, ich dachte aber dann eben, okay, das wird noch ein bisschen mehr. Aber kam dann halt nichts. Aber wenn es nur um Skypen geht, Skypen ist echt nicht so wahnsinnig schwer. Es gibt viele relativ einfache Ansätze vor allen Dingen. Und da hat natürlich den Vorteil, ne, hier schnelle 10, da schnelle 10, ist man halt auch fertig. Und muss nicht irgendwie da sich stundenlang mit einer Position rumquälen. So, ich habe Hunger. Ich habe irgendwie heute Morgen, fällt mir gerade auf, zu wenig gefrühstückt. Aber wir haben jetzt hier echt so ein bisschen Quälposition, ne? Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Bin ja eigentlich immer ganz happy, wenn wir das aufgelöst kriegen während des Webinars und nicht erst dann danach. Weil was man jetzt hier zum Beispiel sieht, ich bin jetzt hier mit der Position, die liegt jetzt 13, 14 Punkte hinten und ich bin mit der PL gleich, fast gleich, obwohl ich ja zwischendurch auch mal irgendwie 10, 11 Punkte Verlustposition aufgelöst habe, also eine von den Teilpositionen. Das liegt jetzt daran, weil ich hier zweimal nochmal kurze Schwünge nach unten halt mitgenommen habe. Ne? Und das heißt, mein Break-Even zieht sich jetzt auch automatisch mit nach oben. Aber ich werde das jetzt hier trotzdem mal, glaube ich, drin lassen. Ne? Auch wenn ich das jetzt hier nicht aufgelöst kriege. Ich gucke mal nochmal eben rüber aufs andere Bild, was da so passiert. Also, DAO versucht da halt drüber zu schließen. Der DAX tut es ihm gleich, aber wie gesagt, bei 203 wäre dann halt schon so der nächste Punkt, auch wenn er das irgendwie kurz vorher gedreht hat. Kann sein, dass es ein bisschen Arbeit wird, aber das Ding bleibt nicht einfach so stehen, den Rest vom Tag, ohne dass wir da halt nochmal irgendwo die Eröffnung sehen. Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Das ist natürlich schick, wenn man dann halt irgendwie dann halt eine Bewegung hat, also innerhalb der ersten Stunde, die einmal rauf runter geht. Das ist natürlich so das Wunschkonzert immer. Das so gelingt aber halt einfach nicht jeden Tag. Das ist aber auch jetzt nicht weiter tragisch. Tragisch ist es nur, wenn man das jetzt nachgehandelt hat und nicht so schnell war und dann nachher nicht weiß, wo man nach dem Webinar wie aus der Nummer dann halt auch noch rauskommt. So, müssen wir gucken generell, wo heute überhaupt so das Maximum wäre, ne, wenn wir jetzt hier halt weiter nach oben klettern. Klar, hier oben haben wir den EMA, ich weiß, EMA 200, ich habe den immer zur Beobachtung mit drin, aber eben als Übertreibungspunkte, den sehe ich aber hier einfach so noch nicht. Ne? Also wir sind da oben bei, wir müssen das 231. Andersrum wird eher ein Schuh draus. Also wenn er weiter nach oben ziehen sollte, dann wäre tatsächlich eher die 242, wäre halt wesentlich relevanter. Und wenn er da hinläuft als Beispiel und zieht dann nachher wieder runter, dann sieht es wieder aus, als hätte er EMA 200 gehalten. Aber es war dann eigentlich hier oben der Punkt, ne? Weil wir halt hier einfach die letzte Aufwärtsbewegung, die Welle halt hier oben haben, ne? Die Geschichte hier. Und von hier eben den Abwärtstrend. Und hoppla, was war dann das? Nein, ich den jetzt hingezogen. So, ne? Weil das ja halt hier die Trendbewegung ist. So, und logischerweise, wenn man da jetzt halt einfach mal eine Linie zieht, da oben, nicht grün. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ich die da oben grün mache. So, wenn man da jetzt halt eine Linie hinzieht, hier bei der 260, 258, ne? So, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass da eine Kerze drin steckt, ja,
So, die einen Docht hat, irgendwo bis hier, irgendwo dazwischen und dann wieder runter. Dann sieht es so aus, als würde die hier drunter schließen. Aber in Wahrheit ist es halt hier der markttechnische Trend, der da halt angegriffen wurde. Ne? Und der liegt natürlich ganz gut dabei. Na, hier der EMA 200, keine Frage. Aber nur das bloße Existieren von so einem Ding, das wird mich halt nicht dazu verleiten, da irgendeinen Trade einzugehen. Also auf gar keinen Fall. So, also Stunde ist um, ein bisschen machen wir noch. Sind ja auch noch fast alle da. Das finde ich natürlich sehr schön. So, aber das wäre wie gesagt so das Maximum, ne? 260. Also mehr gebe ich dem nicht. Ab da wird es dann halt auch kritisch generell für Short. Aber das sollte heute, da sollte eigentlich Ende sein höchstens, ne? Und ich sag mal, wenn man so eine Nummer jetzt hier, so eine skalierte Geschichte halt übertreiben will, ne, dann muss man im Zweifelsfall bis dorthin dann auch durchhalten. Ne? Und muss dann halt immer wieder dann Teilpositionen rein und rausgeben. Ob man das dann will, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Man kann ja auch genauso gut sagen, oh komm, ich mache hier mal einen Cut irgendwie und setze halt mal 15 Punkte in den Sand. Ist ja nicht schlimm. Und warte einfach halt mal ein paar Stunden ab und irgendwo ergibt sich ja dann doch in der Regel wieder irgendwas Besseres. So, also Stunde, vielleicht auch mal da, wie ich so damit umgehe, zum Beispiel Stundenwechsel. Ne? So, der Heiko sagt, glaube ich, immer irgendwie neue Stunde, neue Teilnehmer. In der Regel sieht man halt wirklich, dass man nach der Stunde, beziehungsweise nachdem eine Stunde abgeschlossen ist, halt die größte Bewegung hat. Also zumindest mal relativ im Intraday. Und woran das jetzt liegt, kann ich wieder auch nur irgendwie raten. Und ist aber egal. Aber was man eben ganz oft sieht, das ist halt eben, das halt, dass wir da eine Korrektur eben halt haben in so einer Kerze. Fast nie sieht man halt Stundenkerzen, die einfach nur übereinander gestapelt werden, ohne da halt irgendwie zumindest mal halt einen Docht oder eine Lunte, beziehungsweise in dem Fall dann halt eine Lunte zu bauen. Und das heißt also, keine Korrektur war, sieht man fast nie. Und wenn, dann ist es ein Squeeze. Das heißt, dann kriegen wir die im Anschluss alle am Stück. Und was man eben halt oft beobachten kann, ist halt, dass so eine Kerze, wenn sie denn fertig ist, generell vom Timeframe, mal ganz abgesehen, dass die ganze Bewegung innerhalb einen Bruchteil von der Zeit nochmal durchlaufen wird. Und infolgedessen wäre es jetzt halt auch noch nicht mal unwahrscheinlich, dass wir halt nochmal ein großes Stück von dieser Kerze korrigieren und dann halt da oben drüber weglaufen. Ne? So, das geht aber halt relativ flugs. Und das ist halt einfach nur ein typisches Marktverhalten. So. Und genauso umgekehrt wäre der jetzt direkt hochgelaufen und dann, also ohne halt hier nochmal irgendwie eine Korrektur dran zu setzen, und dann wird es halt meistens eben auch nachgeholt. Und da kann man schon so ein bisschen drauf bauen, weil wenn man in den Chart guckt, wie viele Stundenkerzen sieht man denn, die irgendwie keinen Docht und keine Lunte haben. Das heißt also, die nicht korrigiert wurden. Ne? Also so gut wie keine. Und das ist natürlich so was, das hilft einem, wenn man halt jetzt, wie ich hier, falsch positioniert bin. Also zumindest mal halt hier jetzt für den aktuellen Intraday-Verlauf, dann halt eben auch eine Position so ein bisschen zu managen oder halt auch einen Drehpunkt vielleicht zu finden. Wobei ich jetzt hier nicht unbedingt long gehen würde, kann ein Fehler sein. Aber das ist so, das ergibt für mich jetzt noch keinen Sinn. Ne? Also das Einzige, was ich halt hier jetzt wirklich vermuten könnte, das wäre, dass halt hier wirklich die korrektive Bewegung in einem Stück gemacht wird. Und da habe ich ja vorhin am Anfang auch schon was dazu gesagt, wenn das so passiert. Und dann gibt es die Antwort entsprechend relativ heftig. Nämlich, dass die dann auch genauso, jetzt diese Bewegung hier mal angucken, das ist ja halt echt irre, ne? Also gestern hier bei 975 dann immer aufgesetzt, und seither läuft das Ding ja hier nur grün nach oben. So, und wenn das so weitergeht und da überhaupt nichts korrigiert wird, und da gibt es nachher einen langen Strich bis da unten hin, und dann wird das halt auch nochmal erledigt. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht über hier die 250 rauslaufen, sondern das heißt, wir machen hier eigentlich nur die Bewegung, die korrektive Bewegung von dem Abwärtstrend. Mehr passiert hier eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das heißt, um den anfänglichen Satz zu vervollständigen, was also sein kann, ist das natürlich, dass die Korrektur jetzt hier an einem Stück halt läuft bis zur 242. Ja, ein bisschen Übertreibung halt darf er gerne machen noch. Aber dass die jetzt am Stück bis da oben hin läuft,
und dass wir morgen das ganze Bild dann nochmal umdrehen. Das kann natürlich sein, ne? Also, und deswegen würde ich halt, also man kann sich jetzt hier, wie ich es mache, da halt mit dem Markt zurecht skalieren. Da braucht es aber im Zweifelsfall ein bisschen Erfahrung dazu. Oder man sagt eben, gut, ich warte mal ab, bis wir da oben stehen und hau dann da oben einfach alles drauf. Also das heißt, Short, keine Empfehlung, muss man immer wieder dazu sagen, aber rein vom markttechnischen, vom Trend her ist hier oben ab 242, da ist nichts mehr zu holen für den Bullenmarkt erstmal. Vor allen Dingen, weil wir keine Korrektur hatten in der Korrekturbewegung. Also klingt doof, aber genauso ist es eben. Ja. Gut. So, was soll man machen? Bleiben wir noch ein bisschen dran hier. Wir können ja mal, es ist ja echt immer noch voll. Was? Frühstück ist in der Gruppe gedeckt für, ja, sehr schön. Mit Skypen verdient man am besten. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich Fakt. Ne? Man hat zwar halt auch viele Verluste, also kleine Verluste. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Aber halt im Endeffekt, ja, Skyping ist leider, das ist schon so. Ich habe halt auch die letzten Tage auf dem anderen Konto allerdings nur geskypt und habe halt echt auch gedacht, es kann gar nicht wahr sein, was da halt zusammenkommt. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, so, ich habe halt immer so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass ich ja meinen Ausblick schreibe und dann natürlich halt die großen Bewegungen sehe und dann natürlich auch die versuche, dann auch zu handeln, dass da manchmal mir dann aber irgendwann die Geduld dann ausgeht und im Endeffekt ist das Ergebnis nicht halb so gut, wie es halt irgendwie eigentlich sein müsste. Und wenn ich halt irgendwie nur dann halt so Grenzen angucke und dann nur solche Geschichten machen, wie hier zum Beispiel gerade, schneller Abpraller hier, 10 Punkte da, schneller Abpraller, 10 Punkten, was da zusammenkommt, das ist echt heftig. Also wesentlich mehr, wie wenn man halt irgendwo große Bewegungen halt versucht mitzunehmen. So, hier gibt es jetzt ja ein bisschen, bleiben wir noch ein bisschen drin. Ich versuche mal das Ding hier noch zu beenden. Also wir haben jetzt halt, wie man ja sieht, ne, so die korrektive Bewegung hier wird jetzt scheinbar ein bisschen fortgesetzt. Ich bin immer noch in den Gedanken hier von der 15-Minuten-Kerze vom letzten Außenstab. Das sollte so das nächste plausible Ziel sein. Hier haben wir auch den pH Main, also den Stunden-Pivot. Der wäre jetzt auch mal so eigentlich recht plausibel, dass der mal halt angelaufen wird. Dann wären wir dann auch ganz schnell eigentlich hier unten bei der Überlegung für den Markt, ob er das nach unten da jetzt aufbrechen will oder halt eben nicht. Das heißt eben auch für die Bullen, das heißt, wenn wir hier drunter schließen sollten, dass dann halt eben auch nach oben die korrektive Bewegung von dem großen Shorttrend, dass die auch nochmal auf sich warten lassen wird und wir dann heute erstmal wahrscheinlich seitwärts laufen. Ja, aber hier jetzt, dass wir die 166 nochmal sehen in der Stunde, das ist ja quasi jetzt schon beschlossene Sache. Also die 10 Punkte runter, die sind eigentlich mehr oder weniger safe. Aber wenn man hier auch sieht, wir haben halt auch hier im Minutenchart jetzt halt schon mal irgendwie relativ deutlich, sind wir da gerade halt irgendwie 15 Punkte runter. Wird wohl nicht so einfach dran vorbeikommen, jetzt die halt nochmal zumindest mal zu testen. So, und das hieße halt auch, ich könnte jetzt hier genau wie eben auch nochmal irgendwo nochmal eine Short reingeben, nochmal für ein paar Punkte bis darunter und die dann auch nochmal entsprechend separat dann halt auflösen. Ja, mache ich jetzt mal. Aber auch immer mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, hier oben drüber, falls er doch nochmal das hoch macht, würde ich auch oben wieder rausgeben. Also wie man sieht, das ist halt so ein bisschen Arbeit, so eine Skalierungsgeschichte. Weil natürlich jetzt auch nicht jede Teilposition, die ich hier mache, da muss auch nicht jede aufgehen. Ne? Also das heißt deswegen immer so ein bisschen mit Vorsicht an so eine Geschichte ran und dann halt eben auch solche Teilgeschichten dann auch separat auflösen und nicht irgendwie sagen, ja, das ist auf jeden Fall so.
Das weiß ich nicht, ob das auf jeden Fall, beziehungsweise das nicht auf jeden Fall so ist. Ich kann immer nur sagen, es ist halt eine Regel so. Wenn wir jetzt wie hier entsprechenden Abverkauf, was heißt Abverkauf, ja, hier eine Bewegung nach unten haben, die halt auch jetzt hier unter den Support und den letzten hier drunter geht, dann sollte es eigentlich schon so sein, dass die fortgesetzt wird und zumindest mal bis zum nächsten Level, was halt plausibel ist, wo überhaupt was zusammenkommen könnte, halt hier nochmal die 166 ist. Und zumal hier eben auch der Stundenpivot halt liegt und sich der Markt dann halt nochmal an der Stelle neu überlegen kann, was er denn damit sich anzufangen glaubt, irgendwie jetzt für den Rest der Stunde. Ja. So, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass hier halt ein anderer auf den Plan kommt, der sagt, no, ich kaufe direkt die ganze Geschichte da nach oben. Weiß ich eben nicht. Ja, es wäre eigentlich praktisch, ne, Nelson, wenn ich so ein Future-Konto hätte mit ein paar Millionen, dann könnte ich den Markt immer in den Webinaren steuern, wie ich ihn gerade brauche. Das könnte ja FX Flat vielleicht mal überlegen, ne, ob man das sponsern möchte. Aber ich glaube, das wäre dann, dann kommen wir ins Gefängnis oder so, ne? Ist auch blöd. Ich lasse Weil. das unkommentiert, genau. Ja, es ist halt, ich glaube, die Akustik im Gefängnis ist auch irgendwie eher nicht so förderlich für die Webinare. Und daher verwerfe die Idee einfach nochmal. Ja. Ach, Dax, komm, gib mir ein paar Pünktchen darunter. Sei nicht so. Ja, Sentiment wird auch immer bärischer. Ja, echt? Das hilft nicht, ne? Kam schon, Kleiner. Ein kurzer Piekser darunter. Tut doch keinem weh. Hält es Wäre wieder es ganz auch schön drin. möglich, das Kumulativvolumen vom DAX Future im MT5 darzustellen? Theoretisch ja. Geht nur nicht mit dem Steo-Trader. Also noch nicht. Ne? Also es sind alles so Baustellen. Da ist momentan ganz viel in Arbeit. Ja, aber generell ja, klar. Natürlich wird, also ich sag's mal so, es wird in sehr, sehr naher Zukunft wird da einiges kommen und dann wird es halt auch natürlich gehen. Ach, der DAX. So, 10, 12. Will nicht so richtig dort runter, ne? Nicht so richtig. Da fehlt noch ein Stückchen. Ja, ein Trade ist echt langweilig, ne? Heute mal wieder, aber ich habe jetzt natürlich ja schon den Ehrgeiz, das möglichst halt hier, wenn der Markt es mir denn erlaubt, auch erstmal noch sauber abzuschließen, bevor wir hier enden. Vergiss nicht, dass wir diese Woche NFPs haben, ne? Ja. Da kann ich auch noch mal, kann ich jetzt schon sagen, ne? Also da werde ich Donnerstag aktiv, ne? Hauptsächlich für die NFPs, nicht Freitag. Und werde dann auch wieder versuchen, am Donnerstag eine Position da in den Markt zu kriegen, die wir bis Freitag drin lassen können. Also wer halt das beobachten möchte, wie gesagt, Traders Club, Stereo Trader bei Facebook. Und natürlich beim Blog, dort werde ich halt versuchen, das halt irgendwie rechtzeitig dann auch hinzukriegen. So, haben wir hier irgendwie eine lustige Emma oder so, was da halt irgendwie gerade nervt an der Stelle? Habe ich hier gar nicht eingeblendet, sehe ich gerade. Minute jedenfalls nicht. 5 Minuten dürfte da oben auch nichts sein. Aber gut. DAX, gib mir doch ein bisschen was nach unten. Das kann ja nicht wahr sein. Hier so eine Pippi-Range. Muss doch jetzt nicht sein. Elisabeth fragt, ob irgendwas in Richtung Elliott-Wellen in Zukunft kommt. Ob was kommt? Elliott-Wellen.
in Verbindung mit dem Sale Trader? Mal abgesehen davon, dass es sowas von gar nicht mein Handelsansatz ist, gut, das spielt aber jetzt nicht unbedingt eine Rolle, ist aber da tatsächlich auch nichts geplant. Also leider nein. So, ich ziehe die mal ein bisschen höher. Und zwar aus folgendem Grund. A, sind wir hier über den Hochs. Und B, könnten wir natürlich jetzt hier die gleiche Geschichte nochmal haben. Das heißt, wir laufen nochmal die Eröffnung hier von der letzten 15 Minuten Kerze an und ziehen von da dann halt hier unten drunter. Ne? Also. Und wenn nicht, dann müssen wir hier langsam irgendwie dann trotzdem zum Punkt kommen. Und das Ganze beenden. So, Leute, Skype, ne? Ich glaube, ich habe jetzt schon zweimal einen guten Grund geliefert hier dafür, ne? Weil wir haben das einfach nochmal jetzt an der Stelle. M15 ist dafür wirklich halt super prädestiniert. Also es gibt natürlich immer nur irgendwie 2, 3, 4, 5 Punkte. Aber die sind halt aber auch relativ safe, ne? Relativ. Ne, war hier gerade schon wieder hoch, plapp. Und wieder runter. So, der Heiko schlägt wahrscheinlich, falls er irgendwie das Webinar sieht, zuguckt oder wie auch immer, wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn er Er sagt, hat geht mich along, gerade geht along. angerufen. Ich muss mal mich Ja. gleich zurückmelden. Ja. Ja, der Heiko würde sagen, ich kann den Plop riechen. Ja, das heißt, dass er nach oben rausbrettert. Ja, ich rieche es auch. Ich gebe es ja zu. Aber ich versuche trotzdem halt hier die Nummer ja nur mit einem kleinen Gewinn zu beenden. Und ansonsten würde ich mich da halt dann, wie heute, wie ja eben geschrieben, dann halt eben da an den oberen Levels dann halt später nochmal betätigen. Und als jetzt hier irgendwie auf Biegen und Brechen dagegen zu halten. Ne? So, hier sieht man es halt auch üblerweise, es ist genau auf der 166, ja gut, jetzt ist es weg. War halt auch nochmal eine dickere Order. So. Aber jetzt passiert doch hier ein bisschen was. Und dann sind wir auch gleich raus. So. Aber wie gesagt, ich finde ja sowas, weil klar, ne, ich meine, so, wenn ich halt irgendwie Live-Trading mache und sahen da halt irgendwie, weiß ich nicht, da 50 Punkte ab oder so, da schon alles hatten, ist natürlich immer klasse fürs Ego, gebe ich zu. Sieht auch immer gut aus. Aber man lernt viel mehr daraus, was macht man oder auch in dem Fall, was macht dieser Hilger-Typ, ja, wenn es mal halt irgendwie nicht funktioniert, was er da beschreibt. Wie gehe ich damit um oder wie geht er damit um und beziehungsweise wie kann ich das machen bezogen auf meine Trades? Das ist eigentlich viel, viel, viel wichtiger, ne? Finde ich. Man kann natürlich halt. Klar, wenn man halt einen Handelsansatz hat, der halt auf 10 Punkten Stop basiert, dann hat man diese Schmerzen halt nicht, ne? Dann löst man halt einen Verlust auf und muss halt dafür sorgen, dass man eine Strategie hat, die halt dann eben in der Regel halt was abwirft. Und wenn man aber das Ganze so macht, ja, jetzt aufs größere Bild, eben mit einer skalierten Position, und dann muss man es halt bisschen anders angehen, keine Frage. So, Dax, jetzt spuck doch mal kurz hier runter. Das kann ja nicht so schwer sein. Was sagt denn unser Sentiment? Ja, leicht negativ, aber nur, ne? Ja, es ist wieder ein bisschen gestiegen, Naja, tatsächlich, also die Frank, letzten paar das Minuten. ist jetzt auch nur Stuttgart, ne? Das muss man halt auch immer dazu sagen. Bei dem Euwax-Sentiment, das ist halt nicht Frankfurt. Frankfurt hat ein eigenes. Bei Arriva sieht man Frankfurt-Sentiment. Das habe ich jetzt hier aber nicht drin. Die haben nicht so ein schönes, nicht so eine schöne Webseite, wo man sowas einbauen könnte. Aber eigentlich muss man das halt auch ohnehin auch im Gesamten dann halt auch irgendwie, müsste man es betrachten. Das heißt also, die ganzen CFDs, die da irgendwo unterwegs sind, plus halt eben Frankfurt, plus Stuttgart. Und dann hätte man halt irgendwie ein vernünftiges Bild davon, was jetzt tatsächlich da halt im Sentiment da halt abgeht. So, kommen wir jetzt da nochmal hin. So, und relevant ist natürlich jetzt hier, ne, also jetzt hier für den kleinen Timeframe, dieses Tief an der Stelle, ne, das ist natürlich jetzt relevant. Nicht die 166, nicht der PH Main, der ist halt jetzt hier nur eine nette Anlaufstelle.
Aber das ist nicht der Punkt, worum es geht, sondern hier in dieser Bewegung geht es jetzt hier um dieses letzte Tief da unten. Michael, der DAX Sag oder der Dirk? mal, bitte was? Der Michael hat geschrieben, was für ein Frechdachs. Ich wusste jetzt nicht, wen er meint. Ach so. Ach, der wird das schon machen noch. Also, er nervt halt gerne mal rum. Das ist ja ganz normal. Ja. Das ist halt immer das Blöde beim Trading, dass man halt einfach immer so drauf angewiesen ist, ja, auf den Zeitfaktor, den dann halt leider die anderen Händler dann halt vorgeben, die die größeren Positionen haben. Das ist halt schon mal anstrengend. Aber in der Regel kommt er halt an solchen Punkten jetzt auch nicht vorbei. Ne? Also das heißt, irgendwie kurz vorher drehen, abhauen, ist eigentlich nicht. Ne? Also kann mal passieren, aber halt doch eher selten. Das ist auch so ein DAX-Ding. Ne? Obwohl er, das war hier das letzte Tief von der 15-Minuten-Kerze. Also das kann ja nicht wirklich ernst gemeint sein, dass das jetzt hier das Maß aller Dinge ist. So, hier nochmal Point of Control, oder? Ja, ne? Genau. So, am POC nochmal dran. Da zuppelt er jetzt halt so ein bisschen drin rum. So, wenn es ganz doof läuft, ne? Und dann bleibt er jetzt hier einfach stehen und dann haben wir halt erst die Anschlussbewegung, dann wirklich erst eine halbe Stunde oder so. Kann natürlich auch immer noch sein. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Ja, so hätte jetzt natürlich hier auch rausgekommen, das habe ich tatsächlich übersehen. Hier das Tief von der letzten 15-Minuten-Kerze, aber ja, warum? Also, das war jetzt nicht so ein, also zumindest kein Scalping-Ansatz, der mir jetzt bekannt wäre. Also, ich hätte da schon halt eher drauf gebaut, dass wir nochmal kurz vor das letzte Tief hier gehen. Werden wir wahrscheinlich auch noch tun, aber wie gesagt, kann es natürlich sein, dass das Ganze nochmal dauert, dass jetzt hier einfach festfrisst, dass hier so ein Doji bastelt irgendwie. Auf 15 Minuten, 30 Minuten im Endeffekt ja dann auch und das dann halt eben erst um 11 Uhr kommt oder so. Das kann natürlich auch noch sein. Das weiß ich nicht. So, aber ich gebe dem Ganzen jetzt noch irgendwie noch bis um 10:30. Ich glaube, wir haben alle heute auch noch was vor und werde es dann halt dann im Zweifelsfalle, falls es jetzt irgendwie nicht mehr schaffen sollte, in den nächsten 8 Minuten, dann halt später in der Gruppe dann halt irgendwie zu Ende führen, die Geschichte. Ich Ich freue meine, mich, wie dem auch. dass du mit Bitte? uns ein bisschen länger machst. So viele Maschinen, die mit dir da in deiner Wohnung mit dir reden, mache ich mir schon Gedanken. Ey. Wie? Ich muss mal wieder mit dir frühstücken gehen. Ja, mach das mal. Mach das mal. Der So. Thorsten, aber nicht Helbig, fragt, ob das ist, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, ist das hier dein Echtgeldkonto? Ja, klar. Natürlich. Würde auch gar nicht anders gehen, weil ich dann gar kein Volumen hätte. Richtig, Nelson? Korrekt. Ja. Weil das Volumen aus dem Future kann ich immer nur auf dem Future-Account auch entsprechend anzeigen lassen. Ach ja. Im Minutenchart war ich auch schon lange nicht mehr unterwegs hier im Live-Trading morgens. Ich mache mal gerade hier mal nebenbei mein iPad auf, gucke mir meine andere Perspektive an, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Das wurde übrigens auch gefragt, welche Zeiteinheit du nutzt für dein Trading. Ja, Minute eigentlich wirklich selten. Ne? Da geht es dann wirklich mir immer nur so um den ganz kurzfristigen Impuls, um es irgendwie ganz genau auszuloten oder Einstiege zu finden. Aber halt generell, Stundenchart ist für mich halt das A und O im Daytrading. Also jetzt nicht für, wie soll ich sagen, um Einstieg oder so zu finden, sondern halt um die Grenzen auszuloten. Und aber für halt jetzt irgendwie eine kurzfristige Richtung, da tatsächlich eher der M15.
Im 5 weniger. Also habe ich auch schon mal, aber tatsächlich echt ist der nicht so bei mir auf dem Schirm. Weil der halt irgendwie, keine Ahnung, also mir ist der halt zu klein. Also ich versuche ja immer schon irgendwie so 20, 30 Punkte irgendwo mitzunehmen in der Bewegung. Und da finde ich den halt, den M15 schon brauchbarer als jetzt den M5. Zumal man dort eben auch beobachten kann, wenn, habe ich ja vorhin auch gesagt, ne, wenn er halt irgendwie so eine Struktur oder so halt bricht. Und dann ist das der erste, der so ein bisschen Relevanz hat und der es dann auch schwer macht, so eine, sowas halt dann nochmal zu negieren. Und im Stundenchart halt sowieso, ne? Also im Stundenchart sieht man unfassbar selten, dass man halt zum Beispiel ein bärisches Engulfing hat und dann nochmal ein bullisches Engulfing. Das passiert in einem von, weiß ich nicht, 1000 Fällen vielleicht, ne? Und das im Minutenchart passiert das alle 5 Minuten. Und je kleiner der Timeframe, umso unzuverlässiger ist es eben. Aber der klebt hier echt, aber das trotzdem, das wird, also wenn ich mir das halt hier so angucke, mal eine Nummer kleiner. Wenn man hier die 15-Minuten-Kerzen mal sieht, das, klar, wir schweben hier in dem Außenstab. Keine Frage. Und er versucht, das Ding auch nach oben zu knacken. Das wird er auch wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass es von hier aus schafft. Irgendwie glaube ich da nicht so dran. Das wird eher so dazu führen, dass das Sentiment sich dann halt irgendwann dreht. Und dann kommt er nochmal da runter und setzt es dann eher ab halt hier unten nochmal an. Also, weil das wäre halt zumindest mal halt sehr, sehr, sehr typisch, weil das ist an der Oberkante vom Außenstab ohne Rücksetzer. Weiß ich nicht. Von daher bin ich da jetzt momentan auch relativ entspannt, was das Ding hier angeht. Ich meine, im Endeffekt sind 10 Punkte minus jetzt, ne? Also, mehr ist auch ohnehin noch nicht passiert. Daher, ne, und zack. Mal kurz so getan, als ob, und dann kommt da wieder einer und sagt, ist nicht. Das heißt also, wenn man jetzt auch sagt, ja, der Markt geht sowieso long, ich würde wirklich hier auf der Unterseite, das wäre so das Erste, also wenn ich überhaupt irgendwie drauf bauen würde, was ich aber eigentlich nicht tue, dann wäre das so das Level, wo ich einsteigen würde. Also tatsächlich sogar hier unter dem Tief noch, unter der 160. Ne? Sieht dann auch so ein bisschen aus wie Phishing an der Stelle, aber ist es eigentlich nicht, ne? Weil hier haben wir auch ein Support-Level hier unten in dem Bereich. Und es wäre einfach nur der Außenstab hier im M15, der einmal halt komplett durchlaufen wäre. Also mehr. Und deswegen wäre das eigentlich so das erste Level, wo ich sage, gut, wenn ich long orientiert wäre, würde ich hier unten anfangen zu suchen. Nicht hier. Eigentlich nicht. Kann mich auch mal irren, ne? Klar. Aber ungern. Das geht, glaube ich, den meisten so. Ne? Aber das ist natürlich jetzt schon ein bisschen gemein zäh hier. So fürs Live-Trading. Also so ein bisschen mehr könnte da jetzt halt schon mal kurz nach noch passieren. Aber hier so das 5 Punkte auf und nieder. 10 hier. Mehr ist es ja nicht. Da ist dann schon ein wenig traurig. Aber ich bin stolz auf euch. Ihr seid ja wirklich immer noch fast alle da. Und haltet hier mit mir die Stellung. So, Frankfurt minus 76, schreibt die Natalia. Okay. Ja, passt dann natürlich auch dazu, ne? Aber wie gesagt, ich will ja auch jetzt hier gar nicht irgendwie die Weltreise aufmachen. Ich habe ja gezeigt, wo. Und aber will halt hier. Ich will hier raus. Und zwar mit Plus, bitte. Das ist der ganze Plan jetzt hier erstmal. So, 29. Kommt die nächste 30-Minuten-Kerze. Die sollte jetzt aber wirklich dann nochmal einen Impuls nach unten geben, weil wir haben zwei 15-Minuten-Kerzen, die keine höheren Hochs gemacht haben, tiefere Tiefs. Das sollte zumindest ihn jetzt nochmal kurz motivieren, einmal ganz schnell nach unten zu rennen.
Am POC zu handeln ist eh meistens C, schreibt der Johann. Bitte? Den Am Pock, POC ja, zu ist handeln ist eh klar. meistens C. Ja, das stimmt. Also eher dann halt irgendwie zu sagen, okay, wir laufen mal zum Pock und dann gehe ich raus. Das ist halt tatsächlich immer ja, ein bisschen einfacher, ne? Weil da kommt es dann meistens. Also ich meine, gut, der Pock hat sich jetzt hier erst entwickelt ja auch, ne? Aber klar, da hat er jetzt erstmal gar keine Lust, irgendwie großartig von wegzulaufen. Das ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig außergewöhnlich. So, ich habe ja gerade gesagt, ne, so irgendwie sollte jetzt eigentlich mal motiviert sein, nach unten zu kommen. Trotzdem bleibt hier die Frage, macht das direkt zum Beginn der 30 Minuten oder macht das halt zum Ende, ne? Das ist natürlich leider immer das Rätsel, von der ganzen Geschichte. Aber in der Regel ist ja der Markt immer da, um die Leute zu veräppeln, ne? Das heißt, also wenn wir jetzt hier sehen, so steigt nach oben, geht long. Meistens doch nicht, ne? Tut dann mal kurz so als ob und kommt dann doch wieder runter und holt dann doch Anlauf. So, wie gesagt, dann will ich eh da halt, ich will sowieso, ich will ja nur raus. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich will ja hier gar nicht mehr irgendwie großartig short bleiben. Ja, die Stundenkerze jetzt hier auch. Davon darf man sich, finde ich, zum Beispiel überhaupt nicht beeindrucken lassen, ne? Von so, die ist unfertig. Die sieht ja jetzt aus, als würde die jeden Moment nach oben explodieren. Darf aber hier nicht vergessen, die hat noch 30 Minuten Zeit, ne? Die kann auch alles Mögliche machen. Die kann auch nochmal, theoretisch, ja, nicht, dass ich jetzt darauf wetten würde, aber die kann genauso gut 50 Punkte nach oben laufen und dann wieder dahin und dann wieder genauso aussehen. Und innerhalb von einer halben Stunde ist es gar kein Problem, ne? Deswegen, das sieht immer, das ist eher im Gegenteil, ne? Wenn die jetzt halt irgendwo hier als Beispiel jetzt auch kurz grün würde, ne? Also beziehungsweise hier in meinem Fall weiß, da würde ich eher davon ausgehen, dass die halt dann ganz schnell nochmal nach unten kommt. Und weil ich halt echt glaube, dass da halt viele irgendwie auch auf sowas bauen und dann irgendwie unfertige Kerzen dann halt irgendwie handeln. Das ist auch ein Tagesschart, ne? Das sieht super long aus, ne? Für meine Begriffe nur eine Frage dessen, wie schnell wir das Korrekturziel da oben erreichen. Und dann sieht die auch ganz schnell wieder ganz anders aus, so eine Kerze. Kann genauso gut, ne, so eine Kerze, die man nimmt, die Tageskerze, die wir hier haben. Wer sagt denn, dass die so bleibt? Warum ist es denn nicht auch denkbar, dass die halt hier unten in dem Bereich, ja, da, wo wir gestern waren, beziehungsweise heute gestartet sind, wer sagt denn, dass die hier nicht komplett einfach nur mit einem langen Docht nach unten nachher endet? Ne? Das heißt, hier noch ein bisschen höher und dann floppt ein langer Docht. Alles schon gesehen. Beziehungsweise genau daher kommen solche Geschichten ja auch. Die hier als Beispiel, wenn man sich die halt mal anguckt. Die Kerze. So, an dem Tag hätten das da auch viele gesagt, dann boah, long, 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 long. Und dann macht es irgendwann flapp. Und dann steht das Ding genau so da unten. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Und in der Regel ist es so, dass es halt zum Schluss kommt. Und nicht am Anfang, beziehungsweise geht ja auch gar nicht, ne? Er muss ja erstmal da hoch und dann das Ganze dann halt auflösen. Aber das war wahrscheinlich auch nicht so, dass der um 8 Uhr hochgelaufen ist, um 9 Uhr wieder runter und da stehen geblieben ist, sondern eher, dass dann halt irgendwie dann um 9 Uhr hoch, irgendwie bis, weiß der Geier, 16 Uhr, 15:30 oder vielleicht auch abends und dann zum Schluss wird es dann halt nach unten beendet. Ne? Deswegen, da überhaupt nichts drauf geben. Wenn solange nicht fertig, ist nicht fertig. Ist nur ein Platzhalter. Hoppla. Nicht mehr und nicht weniger. So, aber mir wird das jetzt hier zu lange. Wir sind jetzt hier schon fast 2 Stunden im Webinar. Also, ich habe es beschrieben, ne? Ich gehe davon aus, wir kriegen noch die Bewegung hier runter, würde dann halt hier die ganze Nummer auflösen. Ansonsten nochmal zusammenfassend, hier die skalierte Position gebe ich aber auch hier oben wieder raus. Die kann ich mir hier oben später nochmal dann halt einkaufen bei der 203. Als Beispiel, ne, falls er jetzt halt irgendwie hochzieht. So, aber jetzt haben wir vielleicht ganz kurz den Effekt. Ne? Hier sieht man es ja. Die Kerze dreht auf grün. Hoppla. Hat auf oder dreht auf grün. Mal abwarten, was jetzt passiert. Den will ich glatt hier unten drunter sogar nochmal skalieren. Ne, weil er einfach noch viel zu viel Zeit hat. Der muss das jetzt nicht nach oben auflösen, die Geschichte hier. So, aber wie gesagt, ne, nur mal kurz zusammenfassend, weil wir jetzt hier auch enden und das höchstwahrscheinlich nicht fertig kriegen. Also Auflösung wäre bei mir hier von der ganzen Geschichte jetzt erstmal bei der 160 etwa, ne, weil das halt der Außenstab ist.
hier von der M15. Unter anderem, weil es halt hier auch der erste Widerstand war, den wir auch noch nicht wirklich nur einmal hier mit so einem kurzen Peak da von oben bestätigt haben. Das wäre so mein jetzt erstmal das Wunschszenario, ne, dass ich halt hier jetzt einfach mit so wenig Stress wie möglich halt aus der Nummer rauskomme. So, ansonsten hier, ne, gebe ich die Pyramide raus. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, die hole ich mir hier oben nochmal neu rein. Oder wenn wir hier nochmal runterdrehen, auch hier direkt nochmal, ne, weil ich natürlich mein Risiko auch hier begrenzen muss. Und ansonsten, das heißt, auch hier würde ich nochmal versuchen, das Ding einfach nur so weit zu kriegen, dass ich halt mit Null enden kann. Und ansonsten ist das Maximale eben für heute bei mir oben die 242. Da ist wegen besagten Trend, wegen dieser Biege, ist da oben Ende. So, und das heißt vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier wirklich am Stück laufen sollten, dann erst recht. Und dann würde ich auch davon ausgehen, dass wir oben bei 242 wirklich runterlaufen, also mindestens bis zu 166, wenn nicht sogar auf Anfang. Also hier auf Anfang vom Kassamarkt. Okay, also, wie gesagt, leider nicht jetzt hier auf Anhieb aufgegangen, aber vielleicht ja doch hilfreich für den einen oder anderen, wie man damit umgeht, wenn man halt entsprechend erstmal falsch positioniert ist. Und gab ja schon irgendwie halt hier die Möglichkeit, da auch schon längst im Plus rauszukommen. Und das heißt, ich hätte es wesentlich früher machen können, aber ich baue mal noch auf die 203 hier und bin da eigentlich schon ganz guter Dinge, dass ich da halt auch noch ein paar Punkte mehr rauskriege aus dem Trade. Gut, so, jetzt habe ich endgültig einen trockenen Mund und bin froh, wenn ich einen großen Schluck Wasser und nochmal einen neuen Kaffee kriege. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es ist halt wirklich klasse, dass halt irgendwie ihr so zahlreich hier auch dabei gewesen seid. So, ich muss die andere Kamera hier nochmal finde, dass ihr so zahlreich, ja, also dabei gewesen seid, finde ich natürlich echt super. So viel wie noch nie. Krass. Und ja, ich freue mich auf Freitag zu den NFPs. Da sehen wir uns ja dann wieder und dann können wir auch mal besprechen, was hier draus geworden ist aus dem Trade. Und kann ich ja dann gerne mal aufgreifen. Ne? Und hier fragt gerade noch die Elisabeth, ist Orderflow geplant? Also meine Antwort ist, hat Spaß gemacht mit euch heute. Lieber Nelson, bist du noch da? Ja, ich bin Und doch da. ja, okay. Und ja, wir sehen uns Freitag, ne? Also danke Nelson, danke FX Flat und natürlich die ganzen Teilnehmer hier in unfassbar zahlreicher Form. Und ich freue mich und passt aber ja auf, macht nichts kaputt und wir sehen uns, wenn ihr mögt, was ich sehr hoffe, dann am Freitag wieder. Nelson, du hast das letzte Wort, wenn du möchtest. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Hat Spaß gemacht. Und du hast ja eigentlich alles schon gesagt. Wir hören uns und wir sehen dich am Freitag wieder. Vielen Dank an alle Teilnehmer, dass sie heute live dabei waren. Aufzeichnung ist ja heute ein bisschen länger geworden, aber nichtsdestotrotz kommt es so schnell wie möglich online. Und ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Noch eine erfolgreiche Woche. Wie gesagt, bis hoffentlich Freitag und noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Danke.